Ich werde jetzt erstmal noch den Tag vorstellen oder uns auch vorstellen. Erstmal, Jürgen, recht herzlichen Dank ans LCB. Wir machen da seit 2005 schon diese Reihe zur Sprachgeschichte des Deutschen. Diesmal sind ja einige Leute dabei, die dank Zoom nicht aus Berlin sind. Also früher sind auch schon manchmal die Leipziger und die Hamburger angereist, aber das war, glaube ich, dann schon die fast größte Entfernung unter den Anreisenden. Mir kam die Idee, vielleicht könnten diejenigen, die nicht aus Berlin sind, im Chat mal den Ort schreiben, aus dem sie kommen. Und vielleicht der eine oder die andere auch, woher er oder sie die Information hat, dass diese Veranstaltung hier stattfindet. Das ist reine Neugier von uns, also das muss man nicht unbedingt schreiben, aber wir wären neugierig. Und wer wiederum das LCB nicht kennt, das ist ein Literaturhaus am Wannsee, das seit der Nachkriegszeit existiert. Jürgen, du musst mich korrigieren. Der Gründer war 1963, Höllerer. ja. Der Gründer war Höllerer, ja? Walter Höllerer, ja. Ja, und genau, Walter Höllerer, denn heute ist ein anderer Höllerer der Leiter, wieder ein Höllerer. Das ist ein sehr wichtiger Ort von Anfang an in der westdeutschen und inzwischen gesamtdeutschen oder auch früher nur vorwiegend westdeutschen Literaturlandschaft. Also es lohnt sich mal auf die Homepage zu gehen und sich die Geschichte des Hauses anzuschauen. Zu unserer Sprachgeschichtsreihe nur ganz kurz. Gabi hat es gestern schon gesagt, einige haben es also schon gehört. Die Vorträge reichen von Überblicksvorträgen, die zu einem Thema sich etwas vom Frühneuhochdeutschen bis in die Gegenwart anschauen können. Und auf der anderen Seite auch gibt es Themen, die sich auf ein ganz bestimmtes kleines Segment, sei es einer nicht ganz so weit vergangenen Epoche, bezieht oder eben auf die Gegenwart. Also das vielleicht am extremsten in der Gegenwart angesiedelte Thema war Gastarbeiterdeutsch und Kiezsprache. Das ist ja ein Thema, das vielleicht auch für den Dialog nicht uninteressant ist oder eben auch Interjektionen, Abtönungspartikel und ähnliches mehr. Ein Großteil der Vorträge, die bis 2012 gehalten wurden, konnten wir zusammenfassen in einem Buch, das heißt Im Bergwerk der Sprache, eine Geschichte des Deutschen in Episoden. Ich stelle nachher den Titel gleich nochmal ein. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da ziemlich viel drin ist fürs Dialogübersetzen. Und natürlich auch für andere Themen, die uns immer beschäftigen, wie Tempus, erlebte Rede, Syntax, das hat Gabi gestern ja auch schon erwähnt. Und dies nur zum Abschluss. Vielleicht kann ich es ja wagen, obwohl wir das ganz am Anfang stehen, das anzudenken und zu überlegen. Es könnte sein, dass es in diesem Jahr, wobei ich es gerne live machen würde, im LCB auch eine Veranstaltung zum Aspekt im Deutschen geben wird. Zum Ablauf des Vormittags. Gabi wird gleich Andrea Kirchhartz vorstellen, dann wird Andrea Kirchhartz beginnen und von den Breakout-Räumen und den anderen Seiten wie Google Drive und YouTube war ja schon die Rede. Das brauche ich nicht zu wiederholen. Es wird irgendwann, denke ich, zwischendrin, Andrea, kannst du dich ja nachher, kannst du mir widersprechen, wenn es nicht stimmt, eine kleine Pause geben, vielleicht von 10 Minuten.
dass jeder sich mal was zu trinken holen kann oder kurz die Beine vertreten. Und wir steuern so 12 Uhr als so eine Schlussbesprechung an, was fanden wir interessant, wo würden wir gerne weiterdenken, und alles, was wir so sagen möchten. Und 12.30 Uhr sollte dann Schluss sein. Wenn es etwas früher oder etwas später wird, ist überhaupt kein Problem. Ja, und jetzt würde ich sagen, Kachel auf für Gabi Leupold und Andrea Kirchhartz. Dankeschön. Ja, es gibt heute leider keine Suppe, wenn der Vormittag vorbei ist, wie das im LCB immer ist und dann mit Pause am Nachmittag weitergeht. Gut, ich stelle jetzt Andrea Kirchhartz vor, die uns die andere Nachbarkunst des literarischen Übersetzens in Bezug auf Dialoge vorstellen wird, nämlich die Untertitelung oder Synchronisierung von Filmen. Andrea Kirchhartz hat Germanistik studiert und auch Theaterwissenschaften. Das ist eine Überschneidung mit dem gestrigen Thema des szenischen Dialogs. Film- und Fernsehwissenschaften in Bonn, in Köln und in Paris. Und sie arbeitet nach mehrjähriger Tätigkeit in diversen Filmberufen, Archiv oder Kino oder auf Festivals oder im Verleih oder auch in der Filmversicherung. Seit über 20 Jahren als Filmübersetzerin für Untertitel, Voice-Over und eben Synchron. Außerdem führt sie Regie bei Sprachaufnahmen. Sie übersetzt Drehbücher und filmwissenschaftliche Aufsätze und Sachbücher und sie dolmetscht auch auf Symposien oder Kongressen und bei Dreharbeiten. Ihre Sprachen sind Französisch und Englisch und natürlich Deutsch. Ihr besonderes Interesse gilt der Filmgeschichte und der Geschichte der Filmübersetzung. Sie hat zahlreiche Stummfilme übersetzt und arbeitet mit Filmarchiven bei der Restaurierung zusammen. Und noch ein Aspekt, der sehr wichtig ist, sie ist Gründungsmitglied der Vereinigung Deutscher FilmübersetzerInnen, AVÜ e.V. heißt das. Oder im Netz www.filmübersetzen.de. Das ist eine parallele Vereinigung, zum Teil auch in Personalunion verbunden mit dem VDÜ, mit dem Verband der Literaturübersetzer. Und der AVÜ setzt sich besonders für die Anerkennung der Kunst der Untertitelung ein. Das kommt uns auch bekannt vor. Ja, was können Prosa-Übersetzerinnen von untertitelten und synchronisierten Filmen lernen? Damit gebe ich Andrea das Wort für ihren Vortrag, aber vorher vielleicht auch noch für eine kleine Ansage, wie der heutige Vormittag strukturiert sein soll. Ja, vielen Dank. Hallo und einen schönen guten Morgen auch von mir. Vielen Dank an Jürgen, Gabi und Evelyn und Solveig, nicht nur für die einführenden Worte, sondern vor allen Dingen auch für die ganze Hilfe und Unterstützung, die Sie noch mir und der Veranstaltung während dieser 2 Stunden angedeihen lassen werden, weil, wie das jetzt ja alle schon angedeutet haben, die technischen Herausforderungen sind groß und sind neu für uns. Darum möchte ich in diesen Dank auch noch ganz explizit meinen gestrigen Vorredner, den Lorenz Hippe, einbeziehen. Also ich persönlich kann nur sagen, ich habe sowohl von der gestrigen Veranstaltung, nicht nur inhaltlich, sondern auch im technischen Ablauf, als auch von dem Vorbereitungsgespräch mit ihm, alles, was ich jetzt überhaupt über Zoom weiß, habe ich von ihm gelernt. Und das war auch sehr wichtig, um überhaupt das Vertrauen zu geben. Wir stehen das schon irgendwie durch, weil im Grunde, also ich gehöre hier zu denen, die sich nicht nur sehr auf die Suppe im LCB gefreut hatten, sondern auch schon auf die Übernachtung. Und mir ist also sehr vorgeschwärmt worden. Und ich war das war der ganz große Pluspunkt. Oh, ich werde vom LCB angefragt und dann kann ich da einen Vortrag halten. Das wird ja klasse, dass das Ganze jetzt so abläuft, wie es hier ablaufen muss. Gehöre ich also zu denen, die jetzt nicht so erfreut sind, dass das dann auch
ganz ohne fremdgekochte Suppe sein muss. Da bin ich ja nicht die Einzige, die darunter dann zu leiden hat. Aber wir werden eben auch feststellen, dass die Veranstaltung, die ich mir vorgestellt hatte oder die ich gemeinsam mit Gabi quasi entwickelt hatte, so sich hier gar nicht umsetzen lässt. Also wir werden jetzt einen Versuch starten, ob wir das so gut es geht hinbekommen und werden sehen. Und also Corona hat uns gezeigt, dass im Internet sehr viel möglich ist. Aber die Live-Veranstaltung lässt sich halt durch nichts ersetzen. Es ist natürlich toll, wenn man sieht, wie viel im Chat jetzt, wo ihr alle herkommt. Aber wie gesagt, wir kommen noch dazu. Es wird anders ablaufen, als es sein wird. Und damit das überhaupt ablaufen kann, dank an die drei, vier Kolleginnen jetzt, die im Hintergrund quasi die Sache technisch am Laufen halten. Ja, also als im Frühjahr letzten Jahres die Gabi sich an mich gewandt hatte und das Thema vorgestellt hat, war meine erste Reaktion ein ehrliches, offenes, ganz dummes Gesicht. Ich dachte, was soll das denn sein? Was sollen wir Filmübersetzer denn zum Dialog anderes sagen können als Buchübersetzer oder Erzähltextübersetzer? Wüsste ich gar nicht, was wird denn da von mir verlangt? Und da kann ich auch nichts Kluges zu sagen. Musst du dir jemand anders suchen? Im Gespräch miteinander haben wir dann aber uns überlegt, wie es laufen könnte und sind eigentlich eben zu dem Punkt gekommen, dass das Beste eine Art moderiertes Gespräch wäre, also ein Publikumsgespräch. Deswegen, also dass ich quasi den Input von euch, von den Kollegen von der Buchübersetzungszunft bräuchte, um überhaupt zu erkennen, wo Übersetzerkollegen etwas problematisieren oder überhaupt ein Problem wahrnehmen können, was uns bei der Filmübersetzung gar nicht als problematisch irgendwie erscheint, weil es ja das ist, worum es geht. Also ganz vereinfacht könnte man natürlich sagen, sowohl in der Übersetzung eines Theaterstücks als in der Übersetzung eines Spielfilms, jetzt mal nur die beiden künstlerischen Aspekte zu nehmen, Dokumentarfilm und alles andere gibt es ja auch noch, aber um das jetzt mit der Literaturübersetzung vergleichbar zu machen, da ist natürlich der Übersetzer eines Theaterstücks oder eines Films übersetzt überwiegend nur Dialog, wohingegen ist es klar, in einem Roman gibt es neben dem Dialog noch sehr viel anderen Text, der eben Schriftsprache ist und nicht gesprochene Sprache. Ganz so radikal ist die Unterscheidung natürlich nicht, weil im Theaterstück gibt es die wichtigen Szenenanweisungen und die Regieanweisungen, die mit übersetzt werden müssen. Und auch wir Filmübersetzer übersetzen natürlich auch im Film Schriftsprache. Jedes Mal, wenn ein Zeitungsartikel oder ein Brief oder ein Tagebucheintrag vor die Kamera gehalten wird, müssen wir den ja auch übersetzen. Sei es, dass das eingesprochen wird, also in der Synchronfassung oder das Untertitel erscheinen. Das gibt also diegetische Schrift im Bild, die mit übersetzt werden muss. Das ist dann auch Schriftsprache. Und es gibt natürlich auch extradiegetische Schrift, also dass Einblendungen reinkommen, die in der Filmhandlung nicht auftauchen. Da wird nur der Zuschauer sieht Schrift, die mitteilt, es sind 17 Jahre vergangen, jemand kommt aus dem Gefängnis, es ist an einem anderen Ort, also dass Infos für den Zuschauer in Schriftform gegeben werden, die wir mit übersetzen müssen. Und es gibt natürlich auch eine sehr typisch oder klassische literarische Figur, den Erzähler, den kann es auch im Film geben, dass es also eine Erzählstimme gibt, der aus dem Off den Film für das Publikum kommentiert, so wie das ein Autorialer oder ein Ich-Erzähler, beziehungsweise nein, es ist natürlich im Film dann überwiegend quasi der Ich-Erzähler, wenn wir eine Stimme hören, spricht da ja jemand. Es kann auch ein neutraler Kommentar sein. Also das jetzt nur, um im Vorfeld klarzumachen, warum ich erstmal ein dummes Gesicht gemacht habe, weil ich dachte, so unterschiedlich ist das doch gar nicht. Wir machen doch eigentlich dasselbe wie ihr. Wir übersetzen auch Dialoge, viele Dialoge, überwiegend Dialoge, aber wir haben auch die beiden Aspekte, also Schriftsprache und gesprochene Sprache. Aber es ist natürlich klar, es kann ja auch Romane geben und es gibt Romane, in denen gar kein Dialog vorkommt, gar kein gesprochenes Wort. Also es ist schon klar, dass die Gewichtung anders ist. Überwiegend übersetzen wir Filmübersetzer gesprochenes Wort und übersetzen es entweder, wenn es für die Synchronfassung geht, in gesprochenes Wort oder wir müssen es verschriftlichen, es muss aber trotzdem gesprochen klingen. So, das habe ich dann also schon im geduldigen Gespräch mit Gabi rausgekriegt, dass es sich wohl um diesen Aspekt, also um diese Unterscheidung handeln soll. Und was ich jetzt gerne machen würde, weil ja der Gedanke, dass wir ein moderiertes Publikumsgespräch haben, so ohne weiteres nicht umzusetzen ist, dass ich
zum einen, wie ich das vorhin schon getan habe und das auch hier auch nochmal tun möchte, gerne euren Input hätte. Also, dass ich es mich freuen würde, wenn ihr eure Erwartungen oder Hoffnungen oder Wünsche oder Fragen an diese Veranstaltung in den Chat eingebt. Das werden Gabi und Evelyn im Laufe der Veranstaltung im Blick behalten, das vielleicht auch ein bisschen thematisch bündeln, weil es werden ja wahrscheinlich oder vermutlich mehrere Fragen zum selben Themenkomplex oder so kommen und dass wir versuchen werden, das in die Veranstaltung mit einzubringen. Es wäre aber vielleicht auch nicht dumm, so hatte das der Lorenz Zippel gestern auch gemacht, dass wir jetzt an hier dem Punkt zum Beispiel mal 5 Minuten Pause machen oder 3, 4 Minuten und dass ihr quasi euch die Fragen, die ihr vielleicht habt oder die Anregungen oder euren Input reingibt, damit das in die Veranstaltung einfließen kann. Das könnt ihr aber natürlich auch weiter im Hintergrund machen. Also ich würde jetzt vorschlagen, dass wir vielleicht mal, wir haben jetzt 10.21 Uhr, dass wir mal ein paar Minuten lang den Chat bearbeiten und ihr Fragen und Input mir geben könnt, was genau ihr euch eigentlich als Antwort auf die Frage der Veranstaltung, was können die einen Übersetzer von den anderen Übersetzern lernen, mal formuliert, was ihr euch darunter vorstellen könnt. Und dann kann ich vielleicht parallel sagen, wie der weitere Ablauf dann sein wird. Ich würde dann zunächst mal eine Einführung geben, beziehungsweise vielleicht eine Art von Definition. Also es wird danach, wollen wir ja Filmausschnitte gemeinsam gucken. Was gedacht war, wir tun das im Vortragssaal vom LCB und schauen gemeinsam den Film und besprechen dann gemeinsam die verschiedenen Übersetzungen, die angeboten werden, weil ich habe Filmausschnitte mitgebracht aus einem synchronisierten Film und aus einem untertitelten Film, zu denen ich bei beiden alternative Übersetzungen gefunden habe, die also mehrfach übersetzt worden sind, sodass wir im Vergleich, im Diskutieren darüber, wie hat die eine Lösung, wie ist die andere Lösung, vielleicht über die besten Möglichkeiten, wie etwas übersetzt, sowohl untertitelt als auch synchronisiert werden kann, sprechen können. Um aber über die fertigen Ergebnisse, um also über eine Filmübersetzung sprechen zu können, möchte ich erst noch etwas zur Filmübersetzung als solches sagen, zu den Regeln, den Grundlagen und den Bedingtheiten, um überhaupt zu verstehen, wie sie entstehen. Also um überhaupt das Ergebnis beurteilen zu können und sich darüber auszutauschen, möchte ich sicherstellen, dass wir alle wissen, was die Bedingungen von Filmübersetzung sind, die natürlich zum Teil sich sehr deutlich von den Bedingungen von Buchübersetzungen unterscheiden. Dazu würde ich also erst eine Einführung machen. Dazu gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, dass zu diesem Aspekt vielleicht Fragen, Verständnisfragen, Rückfragen, Anmerkungen möglich sind, die dann wieder aus dem Plenum kommen. Das würde dann wieder über Chat gehen. Also da könnte dann auch gerne Wortbeiträge kommen. Da würde man dann im Chat irgendwie sagen, ich möchte dazu was sagen. Und das würden dann wieder Gabi und Evelyn koordinieren. Sie würden dann quasi jemand dran nehmen, wie im Publikum eine Handzeichen. Und der könnte dann vielleicht einen Input dazu geben, wenn ihr das wollt, Bedarf gibt, wenn darauf eingegangen werden möchte. Und danach würde ich dann die ausgewählten Filme kurz präsentieren und die Ausschnitte. Und dann werden wir uns leider aufteilen müssen in Breakout-Räume, weil, wie es jetzt schon mehrfach angeklungen ist, es leider nicht möglich ist, Videos gemeinsam über das Teilen des Bildschirms anzuschauen. Da bricht die Technik zusammen, da läuft dann der Ton nicht mit oder das Bild nicht richtig mit. Und dann würden wir also quasi sowas wie bei einem Workshop, so Einzelgruppen, Einzelarbeit ein wenig machen und würden dann die Ergebnisse, was dabei rausgekommen ist, nochmal zusammentragen und dann vielleicht zu einem Fazit oder zu einem Abschlussgespräch kommen. Das ist so der Plan, wie das heute ablaufen sollte. Und ich glaube, damit habe ich jetzt schon fast 5 Minuten gequasselt. Dann gucke ich doch mal rein, was ich jetzt sehe. Mich interessiert jetzt technischer Aspekt, welche Software ist nützlich, welche Hardware. Gut, das ist jetzt eine Frage, wo ich direkt sagen würde, das hat jetzt mit dem Thema des, was können Prosa-Übersetzer von Filmübersetzern lernen, natürlich jetzt weniger zu tun, weil das dreht sich ja ums Filmübersetzen.
Okay, insbesondere die Verkürzung bei der Dialogübersetzung bei Unter- und Übertitelung erforderlich. Ja, das Verknappen, das Verkürzen der Sprache, das ist auf jeden Fall etwas, was angesprochen werden wird, weil das ja die Übersetzung auch bedingt. Da werde ich auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen. Mein Hauptproblem ist, bei Hochwertwörtern und hippen Wendungen zu entscheiden, was so kurzlebig ist, dass es in 2 Monaten schon wieder total out ist und was sich einigermaßen hält und zumindest 2 Jahre noch funktionieren könnte. Das ist eine sehr gute Frage von Stefanie Manns. Sie richtet sie an alle und das kann ich auch nur an alle weitergeben. Ich meine, das Problem haben wir natürlich auch. Ja, also die Jugendsprache, moderne Sprache, angesagte Sprache. Da kann ich aber natürlich auch sagen, da unterscheiden sich unsere Probleme natürlich gar nicht von euren Problemen oder da hätte ich jetzt auch keine Allheilmittel, keine Zaubermittel irgendwie aus dem Hut zu zaubern. Dann nochmal die Frage der Verkürzung. Dann, ich bin eine Quereinsteigerin und ganz neu in der Übersetzungsbranche und versuche so viel wie möglich zu lernen. Mich interessiert auch wieder kurz. Ja, da geht es jetzt mehr um das. Die letzte Frage von Anja Berestetska richtet sich dann quasi eher noch das an, das, was ich in der Einführung sowieso aufgreifen werde. Die anderen Fragen, also speziell auch, welche Wendungen, Hochwertsprache, Kurzlebigkeit, das kann diskutiert werden in den Beispielen, die ich aussuche. Das wird sich da quasi ergeben. Ich hoffe, dass sich das möglich ist, in diesem elektronischen Rahmen, in dem wir jetzt hier agieren, darauf eingehen zu können. Gut, wenn das so in etwa jetzt der Input von euch wäre, wie gesagt, ihr könnt das auch weitermachen, das halten dann Gabi und Evelyn im Blick, wenn ich mich jetzt mehr auf meine Einführung. Da kommt noch eins, wie erzeugt man Prägnanz und Kürze, woher kommt der Tonfall? Ja, genau. Also ich denke oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Fragen alle in der Diskussion über die Filmausschnitte möglich sein werden. Die Filmausschnitte werden ja vorliegen, sowohl in bildlicher Form als Video, in den verschiedenen Varianten, jeweils 2 verschiedene unterschiedliche Übersetzungen, als auch dann, ich habe das alles immer transkribiert oder habe die Untertitel als Textlisten. Wir können also auch wirkliche Textarbeit betreiben und können dann diese Fragen auch ansprechen oder besprechen. Jetzt sehe ich, jetzt kommen doch noch ein paar. Jetzt lese ich mir das noch kurz durch. Ja, ich sehe, also wir haben hier auch Leute, die Michael von Killischhorn, die also quasi in beiden Gebieten aktiv sind. Das ist natürlich wunderbar. Und wie gesagt, der Input, der aus dem Plenum kommen kann, müssen nicht nur Fragen sein. Da können auch Kollegen, die mich ergänzen können oder dann noch auf was hinweisen können, sehr gerne. Wunderbar. So, dann würde ich jetzt zu der Einführung überleiten, hinübergehen, was man zur Filmübersetzung sagen muss. Filmübersetzung, oder da muss man erstmal auf das Medium Film eingehen. Das Medium Film unterscheidet sich von den anderen Kunstformen und von allen anderen Kunstformen dadurch, dass es eine inhärente Zeitlichkeit hat, eine Temporalität. Es ist das einzige Kunstwerk, zumindest so wie es mal erfunden worden ist und in einem Kinosaal projiziert worden ist, wo der zeitliche Ablauf vorher festgelegt ist und nicht vom Rezipienten festgelegt wird. Der Film läuft ab in seiner Zeitlichkeit. Das Theaterstück oder ein Konzert läuft auch in einer Zeitlichkeit ab, ist aber jeden Abend anders. Und es gibt den Dirigenten oder die Schauspieler oder den Regisseur, der das variieren kann. Der Film ist fest fixiert in seiner Zeitlichkeit. Und so wie der Theaterzuschauer auch nicht sagen kann, im dritten Akt aufstehen, kann mir noch mal einer erklären, könnt ihr noch mal die Szene aus dem ersten Akt wiederholen, wie das der Buchleser ja kann. Der kann ja in seinem Werk hin und her springen. Kann der Filmzuschauer also überhaupt gar nichts. Er sitzt im dunklen Kinosaal, der Film läuft ab und es muss alles im Ablauf der Zeit begreifbar sein. Und das Kunstwerk als solches und dann natürlich in noch erhöhtem Maße erst recht die Übersetzung dieses Werkes, um verständlich zu sein. Es muss auf Anhieb im Ablauf der Zeit verständlich sein. Und dazu haben sich in der Übersetzung des Mediums oder des Kunstwerks Films 2 Möglichkeiten herausgebildet, wie man das übersetzen kann. Seit der Erfindung des Tons, des Tonfilms, ist der Film ein audiovisuelles Medium. Es gibt also eine
oder es gab früher auf dem 35-mm-Streifen ein Tonband, eine Tonspur, die neben die Bildspur gesetzt wurde. Also die beiden audiovisuellen Elemente werden auf dem Filmmaterial zusammengefügt und laufen gemeinsam ab. Und die beiden Übersetzungsmöglichkeiten, die sich anbieten, sind in diesen beiden Ebenen. Entweder ich übersetze in der Tonspur oder ich übersetze in der Bildspur. Das bedeutet, wenn ich synchronisiere, dann lasse ich die Bildspur unverändert, ändere daran gar nichts, lasse die Tonspur auch weitgehend unverändert, zumindest seit den, sagen wir mal, 80er Jahren, seit es IP-Bänder gibt und seit ich den Ton einzeln bekomme, also die Musik und die Geräusche übernehmen kann vom Original. In der Anfangszeit der Filmübersetzung musste ja die komplette Tonspur neu gestaltet werden. Also jedes Zuschlag einer Autotür, jedes Geräusch, jede Musik musste neu in den Synchronländern erstellt und draufgelegt werden. Aber reden wir jetzt mal nur von den modernen Zeiten, ist also bei der Filmsynchronisation, wird in die Tonspur die Übersetzung integriert. Also nur der Dialog wird ersetzt, alles andere bleibt unverändert. Die Veränderung findet also auf der Tonspur statt. Und die andere Möglichkeit, das audiovisuelle Medium Film zu übersetzen, ist, wir lassen die Tonspur unverändert und gehen in die Bildspur rein. Lassen auch in der Bildspur den Großteil unverändert, alles das, was sich visuell abspielt, das Spiel der Schauspieler, die Lichtsetzung, die Kameraarbeit, die Dekors, das Setting, alles bleibt unverändert, aber in die Bildspur hinein integrieren wir die Übersetzung. Und dabei ist dann noch die besondere Kniffligkeit, dass wir gesprochene Sprache, also die Tonspur, visualisieren müssen. Wir müssen es in Schriftform verfassen und es muss dann lesbar sein. Das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt. Wenn jetzt, ich habe vorhin nicht gesehen, ob auch Amerikaner hier bei unserem Dings dabei sind. Ich glaube aber nicht, so weit ist jetzt die Reichweite vom LCB mit diesem Vortrag nicht, mit dieser Veranstaltung nicht. Aber wenn jetzt hier Amerikaner wären, könnten die natürlich mit gutem Recht sagen, nein, es gibt noch eine dritte Methode der Filmübersetzung und das ist die einzig wahre. Zumindest ist es diejenige, die wirklich den gesamten Film übersetzt, weil die beiden Beispiele, die ich jetzt vorgestellt habe, belegen ja, man übersetzt immer nur einen Teil des Werkes, wohingegen ihr Romanübersetzer natürlich jedes Wort und jeden Buchstaben übersetzt. Es bleibt von einem russischen Roman, wenn ich das Buch durchschlage, kein einziger russischer Buchstabe mehr übrig. Das wird alles übersetzt. Im Film werden nur Teile übersetzt. Das Gesamtwerk behält seine Fremdartigkeit. Und die amerikanische Art der Filmübersetzung ist ja, ich zeige die Filme, die fremdsprachigen Filme überhaupt gar nicht, aber wenn sie mir gefallen, drehe ich sie neu, ich mache ein Remake und dann wird eben Bild und Tonspur ersetzt, erneut und durch amerikanische Setting, Darsteller und so weiter ersetzt. Also, wenn wir das aber für Europa ja als nicht so wahnsinnig stilprägend beiseite lassen würden, gibt es also diese zwei Formen der Filmübersetzung und beide. Irgendjemand, ich höre gerade das, nur noch mal, vielleicht auch noch mal der Hinweis, wer mindestens jetzt bei dem Vortrag gerne alles stumm schalten. Ich habe gerade noch mal irgendwo tippen gehört. Ich habe mich immer bemüht, alles stumm zu schalten, was neu eintritt, aber wenn da vielleicht alle drauf achten könnten. Weil damit wir dann auch nicht, wenn bei irgendjemand ist, die Türglocke oder das Telefon klingelt, dass das nicht ins Plenum reingeht. Ich hatte vorhin von der Zeitlichkeit des Films gesprochen, dadurch, dass Film abläuft und das legt uns eine gewisse Zwangsjacke an. Diese Zwangsjacke ist für uns Filmübersetzer bestimmt stärker, erheblich stärker als für alle anderen Formen von Übersetzern. Die einzigen, mit denen das, glaube ich, sehr gut vergleichbar wäre, sind Lyrikübersetzer, Gedichtsübersetzer. Auch da gibt es ganz feste Vorlagen. Es muss Kreuzreim, Paarreim, also die Reimform ist vorgegeben, die Versform ist vorgegeben, die Anzahl der Verse ist vorgegeben. Das Sonett im Deutschen muss wirklich auch in der technischen, in der dichterischen Form dem Originalsonett entsprechen. Und zusätzlich muss Sprache und Inhalt irgendwie zusammenpacken. Es ist also ein Übersetzen in einer Zwangsjacke, die was sehr reizvoll ist, aber was eben auch sehr anspruchsvoll ist. Und es wäre, sagen wir mal so, da wir nicht nur der Film eine gewisse Zeitlichkeit uns vorgibt, sondern leider auch die Branche eine sehr große Schnelligkeit vorgibt, ist es nicht immer möglich, dass wir haben nicht immer so viel Zeit, wie wir gerne hätten oder wie auch das Werk
erfordern würde. Aber ich glaube, auch auf der Ebene, da können wir Literaturübersetzer uns alle die Hand geben. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Es ist bei uns vielleicht schon immer so und es gehört sehr zum Alltag. Aber okay, aber diese Zwangsjacke, von der ich halt gesprochen habe, die Bedingungen, unter denen wir übersetzen, erfordern bestimmte Kompromisse, die wir eingehen müssen, schlicht und ergreifend. Anders als in jeder anderen Übersetzungsform darf das fertige Produkt bei uns um nichts länger sein als das Ausgangsprodukt. Das ist auch völlig simpel und einleuchtend. Also wenn im Kino der Endetitel über die Leinwand flimmert, dann sollten tunlichst keine Untertitel aus der letzten Szene noch irgendwie nachgereicht werden oder in der Tonspur noch was zu hören sein. Der übersetzte Film muss exakt genauso lang sein wie der Originalfilm. Er darf zumindest nicht länger sein, weil die Filmgeschichte ist natürlich voll von Filmen, wo der übersetzte Film erheblich kürzer ist als das Original. Und einer der beiden Filme, von denen ich nachher Ausschnitte zeigen werde, Casablanca, ist ja ein berühmtes Beispiel dafür, der zunächst in einer um über 20 Minuten gekürzten Fassung in die deutschen Kinos kam. Ich glaube, auch das ist in der Literaturübersetzung bekannt und hat es immer schon gegeben, auch in der Vergangenheit, dass Elemente eines zu übersetzenden Werkes, die für das Zielpublikum schwer verständlich sind oder unverständlich sind oder vielleicht auch als uninteressant erachtet wurden, dass man die weggelassen hat, um es mehr auf ein Zielpublikum zuzuschneiden. So war das in der Filmgeschichte auch ganz entschieden. Also in früheren Zeiten haben sich deutsche Synchronfassungen stärker von den Originalfassungen unterschieden, weil man einfach weggelassen hat, was als uninteressant für den deutschen Markt betrachtet wurde. Das muss nicht immer eine Zensur gewesen sein. Aber im Prinzip muss das beides gleich lang sein. Und in der Synchronfassung ist eben entscheidend, dass nur dann einem Sprecher Text in den Mund gelegt werden kann, wenn der auch wirklich die Lippen bewegt, also wenn er im Bild zu sehen ist. Man kann nicht auf geschlossene Lippen noch Dialog nachschieben. Das heißt, man muss es schaffen, dass es gleich lang, der Sprechakt gleich lang ist und dann im Idealfall sogar noch lippensynchron. Und beim Untertitel haben wir das ein etwas anderes Problem, ein verstärktes Problem, ein größeres, dass nämlich dadurch, dass ja der Ton visualisiert wird, also verschriftlicht wird, auf einmal vom Zuschauer ein anderer Akt erwartet wird. Hören tun wir alle, weil wir Ohren am Kopf haben. Mehr müssen wir dazu nicht tun. Das geht automatisch. Man könnte sagen synchron. Aber Lesen ist ein Akt und der erfordert Zeit. Das heißt, da wir schneller hören als lesen, muss das ist ja auch einer der Punkte, einer der Fragen, die schon im Chat gekommen waren, es muss in aller Regel immer verknappt und verdichtet werden. Im Zweifel muss sogar verkürzt werden. Es muss sich entschieden werden, dass irgendetwas weggelassen wird. Aber in aller Regel muss zum einen verdichtet werden, verknappt, komprimiert werden. Und zum anderen müssen die Untertitel länger stehen, als der Sprechakt ist. Es muss immer einen gewissen Nachklapp geben, wenn es möglich ist. Wenn einem die Schnittfrequenz des Films, die filmische Sprache das ermöglicht. Und wenn die Dialoge auch nicht zu schnell aufeinanderlaufen, weil der andere Punkt, der für Synchron und für Untertitel natürlich gilt, der Sprecheinsatz muss gewahrt bleiben. Man kann nicht den Untertitel schon einschreiben, bevor die Person überhaupt die Stimme erhebt und die zu übersetzenden Worte ausspricht. Und bei der Untertitelung, das ist die Form, die mit stärkeren, wo die Übersetzung stärkeren Begrenzungen noch unterliegt. Also es gibt das zeitliche Begrenzung, das nur dann übersetzt werden kann, wenn auch gesprochen wird. Beim Untertitel kommt dann noch die technische Umsetzung dazu, dass man sich im Laufe der Geschichte des übersetzten Films irgendwann darauf geeinigt hat, wir nehmen nur maximal zwei zeilige Untertitel, weil wir wollen die Filmspur möglichst wenig beschädigen, weil jeder Untertitel im Bild nimmt natürlich etwas weg, was im Bild sonst zu sehen wäre. In einer Großaufnahme hat man das hässlich über das schöne Gesicht des Hauptdarstellers oder der Hauptdarstellerin oder es kann irgendwas im Bild abgedeckt werden. Also sollte man tunlichst nicht, wie das auch schon oft der Fall gewesen ist, drei- oder vierzeilige Untertitel nehmen. Man hat sich darauf geeinigt, in unseren Breiten dann nur zwei zu nehmen, was eine starke Einschränkung ist. Und diese Untertitel sind natürlich begrenzt, was die Länge angeht. Je nachdem, für welches Format das macht, habe ich vielleicht 40 Anschläge pro Zeile oder 45 Anschläge pro Zeile oder 50 Anschläge pro Zeile. Da muss ich in diese zwei Zeilen meinen Text reinkriegen
Und es kann alleine durch Zeilenlänge nötig sein, dass ich ein kürzeres Wort wähle, weil ich es sonst nicht unterbringen könnte. Und der dritte, und das ist noch ein ganz entscheidender Punkt, der eigentlich der schwierigste und kniffligste beim Untertiteln ist, dass ich ja nicht nur die richtige Übersetzung oder die passende oder die beste Übersetzung finden muss, sondern sie muss auch noch in der Standdauer lesbar sein. Das heißt, die Standdauer des Untertitels definiert, wie viel Text ich reinbringen kann. Derselbe Satz vom Schauspieler schnell gesprochen und derselbe Satz vom Schauspieler langsam gesprochen erfordert zwei unterschiedliche Übersetzungen, obwohl der Schauspieler beide Male denselben Satz sagt. Wenn wir synchronisieren würden, wäre die Übersetzung beide Male gleich, weil der deutsche Synchronsprecher spricht dann schneller oder langsamer. Im Untertitel kann das erfordern, dass zwei unterschiedliche Übersetzungen angeboten werden. Nicht nur eine detailliertere, eine weniger detaillierte, sondern vielleicht auch eine andere Wortwahl, dass ich es ein anderes Wort suchen muss, was es kürzer auf den Punkt bringt. Also das sind die verschiedenen Schnüre und Strippen an den Zwangsjacken, mit denen wir Filmübersetzer, innerhalb derer wir Filmübersetzer arbeiten. Und wir lieben das dann ja auch noch, das kommt noch dazu. Also mit der Anzahl der Herausforderungen wächst ja auch der Spaß oder die Freude, wenn man das bewältigen kann. So, ich überlege jetzt gerade, gucke mal in meine Notizen, ob ich noch mehr zu der allgemeinen Einführung sagen kann. Ja, dann natürlich noch mal zu der, das ist auch eine offensichtliche Unterscheidung von, dass es bei uns diese zwei Formen von Übersetzung gibt, ist zwar was Besonderes, es ist aber auch nicht so ganz einzigartig, weil natürlich auch in Buchübersetzungen, in Texteditionen gibt es die einsprachige Ausgabe und die zweisprachigen Ausgaben. Wir brauchen nur an die Reklambändchen zu denken. Gelb waren immer die einsprachigen Ausgaben und Orange war dann, links hatte man den Shakespeare-Text auf Englisch und daneben, das kennen wir alle noch aus der Schulzeit, die deutsche Übersetzung. Also die Überprüfbarkeit der untertitelten Übersetzung, wenn der Zuschauer die Originalsprache versteht, ist zwar etwas, was im Film uns allen sehr vertraut ist und was auch bei vielen als erstes einfällt, wenn man an Filmübersetzung denkt und was auch, wenn über Filmübersetzung geredet wird oder wenn das kritisiert wird, ist das einer der Punkte, der immer sehr schnell kommt, dass das Publikum, wir hören ja, was gesagt wird und der Übersetzer, da steht doch was ganz anderes. Aber auch das ist natürlich in Literaturübersetzungen, die in gedruckter Form erscheinen, nicht ungewöhnlich und auch nicht fremd. Es ist im Film aber eben, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Es ist eine offensichtlichere Unterscheidung oder eine weiter verbreitete. Ich möchte aber, das war der Anfang meiner Einleitung, sollte aber darauf hinausführen, ich möchte eigentlich das Gespür dafür schärfen, dass beide Formen der Übersetzung an sich per Definition eigentlich unbefriedigende Hybride sind. Anders als eine deutsche Ausgabe von Tolstoi ist im Idealfall kein Hybrid und hat auch nichts Unbefriedigendes, weil ja alles übersetzt wird und weil es in seinen eigenen, die deutsche Übersetzung sich ihren eigenen Rahmen setzt. Niemand würde verlangen, wenn das bei Tolstoi 700 Seiten sind, dann muss die deutsche Übersetzung exakt 700 Seiten sein. Da gibt die deutsche Endfassung mehr die Form vor. Es wird wirklich ein hundertprozentig eingedeutschtes Produkt. Es ist dann ein deutschsprachiges Buch. Und beide Filmübersetzungsformen sind eigentlich in gewisser Weise, also eine Hybridform und haben Beschränkungen, die bedacht werden müssen, wenn wir dann über das Produkt reden. Wie ist denn die Übersetzung? Ist die denn gelungen oder ist die nicht gelungen? Das sind in der Hinsicht andere Herausforderungen, vor denen wir stehen. Dadurch aber auch, wie ich sagte, jetzt wie bei Lyrikübersetzern, ein anderer Reiz. Das ist ja nicht nur negativ, aber man muss es eben sich bewusst machen. Eine wirkliche Filmübersetzung, dass der gesamte Film übersetzt wird, gibt es eigentlich nicht. Das wäre dann wahrscheinlich das amerikanische Remake eines europäischen Filmerfolgs. Andrea, darf ich ja, kurz genau. was einschieben? Ich wollte jetzt gerade sagen, gäbe es dazu schon vielleicht Fragen oder Anmerkungen oder Input? Also ich habe mal die Fragen aus dem Chat, die ja vorab schon gestellt worden waren, worum du gebeten hattest, angeschaut und mir notiert. Und eben kam auch noch mal einiges oder zwei Sachen nachgeschoben.
Also es ist schon auffällig, dass mehrere Fragen immer wieder auf dieses Thema der Kürze eingehen. Und die Frage, also wir hatten ja in unserer oder in unserer Überschrift der Veranstaltung steht ja, was können Prosa-Übersetzerinnen von Filmübersetzern und Theaterleuten lernen. Und ich denke, es ist eben genau diese Frage der Kürze. Und zu dieser Frage der Kürze gehören dann auch schon konkretere Fragen, die gestellt worden sind. Also was macht man mit Ausrufen? Was macht man mit so vielen kleinen Wörtchen? Was macht man, wie wählt man zwischen den Tempora? Also Präteritum ist, wenn man jetzt so im Untertitel die Zeilen, die Buchstaben zählen muss, ist Präteritum kürzer. Aber andererseits ist Perfekt gesprochen sprachlicher. Vielleicht könntest du so wirklich zu dieser, also Karin Uttendörfer hat es die Technik genannt, also zu diesen konkreten Details noch ein paar Worte sagen. Ja, also genau das ist die Verkürzung der Sprache, das ist genau das, worum es bei uns hauptsächlich geht. Und da muss man wieder in der Antwort wieder unterscheiden zwischen synchron und untertitelt. Bei Synchron müssen natürlich diese gesamten, jedes Wort, jede Interjektion, jeder Ausruf muss ja von dem deutschen Sprecher nachgesprochen werden, muss also auch übersetzt werden oder für ein Äquivalent gefunden werden. Ganz klar. Und beim Untertitel sind das aber genau die Sachen, die oft oder in aller Regel nicht untertitelt werden brauchen, weil man hört sie ja. Dass jemand ausschreit oder aha oder das sind alles Sachen, die nicht übersetzt werden brauchen im Untertitel, weil die Tonspur ist ja da. Man hört und sieht den Schauspieler, wie er genau diese Laute von sich gibt oder diese Bewegungen machen, die von diesen Lauten begleitet werden. Wobei grundsätzlich natürlich sowieso die Tatsache, dass wir immer den Schauspieler sehen, der seinen Sprachakt schauspielerisch begleitet, das erhöht das Verständnis natürlich, ist aber ein Punkt mehr, der zu der Verkürzung beitragen muss, weil wir wollen ja dem Zuschauer die Gelegenheit geben, mit den Augen vom unteren Bildrand wieder hochzurutschen und dem Schauspieler überhaupt ins Gesicht zu schauen. Also das zu der Frage eben, diese kleinen Worte mit übersetzen, ja oder nein, das kommt auf die Übersetzungsform an. Die Frage nach Präteritum und Perfekt, ganz klar kein Präteritum. Das ist die kürzere Form, aber das wäre völlig falsch im Untertitel, weil es ja einfach nicht gesprochen ist. Das klingt furchtbar. Das heißt nicht, dass wir das nicht alle auch in Untertiteln schon gesehen haben. Aber da würde jeder anspruchsvolle Übersetzer, der das eben in wirklich gutes gesprochenes Deutsch bringen will, natürlich immer die Umgangsform nehmen. Nicht, ich sah dich gestern, sondern als ich dich gestern gesehen habe, war es. Also das muss schon sich so weit wie möglich dem gesprochenen, angesprochenen Diktum annähern und erfordert dann, was sich jeder eben denken kann, die Kürzungen auf anderer Seite. Was ja die deutsche Sprache, das hat Lorenz Zippe gestern auch mal kurz angesprochen, das ist uns hier Übersetzern auch allen geläufig. Die deutsche Sprache hat ja anders als das Amerikanische und auch anders als das Französische kein so, um jetzt nur die beiden Sprachen zu nehmen, die ich hauptsächlich übersetze oder die vielleicht auch insgesamt die verbreitetsten sind, hat keine etablierte Verschriftlichung der Umgangssprache. Was ich persönlich und was auch viele machen, aber auch nicht alle, ist das, was ja mittlerweile schon sich mehr und mehr durchsetzt, dass wir die Apostrophs weglassen können. Also korrekt wäre ja, ich habe dich gestern gesehen, so zum Beispiel, aber dass man sagt, als ich dich gestern gesehen habe, dass man das E hinter habe weglassen kann und da kein Apostroph mehr schreiben muss, wie das vielleicht, ich weiß es nicht, noch bis in die 50er Jahre oder in die 70er Jahre, das kann ich jetzt gar nicht genau beurteilen, noch mehr Standard war, dass alle weggelassenen Buchstaben der Hochsprache markiert werden müssen. Also ich mache das in meinen Untertiteln eigentlich immer. Ich lasse immer dieses letzte E, ich werd, ich lauf, wie auch immer, das lasse ich weg. Nicht nur natürlich ehrlicherweise einmal, weil ich einen Buchstaben spare und das Apostroph spart mir ja gar nichts, da habe ich ja gar nichts von gewonnen. Natürlich auch, weil es meines Erachtens sich geschmeidiger, flüssiger liest, weil es eben näher an der gesprochenen Sprache ist.
Und in der Synchronfassung ist das natürlich etwas, worüber sich der Übersetzer gar nicht so viel Gedanken machen muss, weil das macht ja der Sprecher. Der Sprecher, ein professioneller Sprecher, weiß ja, wie er geschriebene Sprache, also den Text, ob das nun ein Theaterstück ist oder ein Filmdialog, so sprechen kann, dass es klingt, als würde er an der Bushaltestelle stehen und das jetzt eben so sagen. Der spricht das schon korrekt so aus. Also das ist etwas, was mehr uns Untertitler betrifft, dass wir das so formulieren müssen, dass der Zuschauer im Kopf. Man muss ja eigentlich beim Synchronübersetzen immer unterscheiden. Wenn ich mache auch Synchronübersetzungen, das heißt übersetze Filmdialoge aus Französischen. Und das, was ich abgebe, sind immer sogenannte Rohübersetzungen, weil es dann ja immer noch einen den sogenannten Synchronautor gibt, der dann aufgrund unserer Übersetzungen einen lippensynchronen Text macht. Und dann dadurch natürlich auch nochmal viel verändert. Oder auch nicht, kommt drauf an. Also das heißt, es gibt diese beiden Ebenen beim Synchronübersetzen, ne? Ich hatte mich gar nicht stumm geschaltet. Okay, ich bin weiter zu hören. Ich habe natürlich beide Vorgänge der Filmübersetzung jetzt etwas verkürzt. Es gibt bei beiden zwei Aspekte. Es gibt immer den übersetzerischeren Aspekt und den technischeren Aspekt. Das ist beim Untertiteln muss ja auch noch, die Untertitel müssen ja platziert werden. Sie müssen ja im Film platziert werden, also gespottet oder getimed werden, an die Stelle gebracht werden. Es muss layoutmäßig gestaltet werden. Das kann auch bei der Untertitelung auf zwei Personen aufgeteilt sein, muss es aber nicht. Und im Idealfall ist es dieselbe Person. Und bei der Synchronisation sind eben auch zwei Schritte notwendig. Für die Übersetzung, für die Erstellung der übersetzten Filmfassung sind zwei Schritte notwendig. Es muss einmal übersetzt werden und es muss in einen sprechbaren, für die Darsteller sprechbaren Text, mit dem sie ins Tonstudio gehen können und das runtersprechen können, ist nötig. Auch das kann bei der Filmsynchronisation in einer Hand liegen oder auf zwei Hände aufgeteilt werden. Bei der Filmsynchronisation kommt dann ja noch der dritte Teil dazu, eben die Darsteller oder der Regisseur. Auch das könnte im Idealfall sogar alles in Personalunion sein, dass der Übersetzer das Synchronbuch schreibt und dann auch Synchronregie führt. Das muss es aber nicht sein. Das ist, wie gesagt, das habe ich jetzt alles etwas verkürzt gemacht. Es gibt ja zum Beispiel noch die Zwischenstufe zwischen Untertitel und Synchron. Das ist das sogenannte Voice-Over. Das wird mehr bei Dokumentationen gemacht, gerne im Fernsehen. Da ist das oft, also die Sprachaufnahmen, wo ich Regie geführt habe, waren dann welche, wo ich das Voice-Over-Buch geschrieben habe und dann bei Voice-Over-Sprachaufnahmen auch die Regie gemacht habe. Das kann also auch alles in einer Hand sein. Aber, und speziell den Begriff Rohübersetzung, den du jetzt in die Runde geworfen hast, da will ich jetzt gar nicht ein großes Fass aufmachen, aber das ist etwas, was in unserer Branche gerade sehr viel diskutiert wird, weil der Begriff, der vielleicht gar nicht für die Synchronbranche erfunden worden ist, weil ich habe jetzt erst kürzlich erfahren von Kollegen von euch, also aus eurem Kreise, dass der Begriff Rohübersetzung auch bei der Lyrikübersetzung witzigerweise auch da wieder eine große Parallele zwischen... Die erste Fassung, die man sozusagen macht, ja. Genau, wenn bei der Lyrikübersetzung es zweigeteilt ist, also dass man einen Dichter nimmt und bittet den aus der Rohübersetzung ein Gedicht zu machen. Also das ist schon vergleichbar. Genau. Und weil das so etabliert ist, dieser Begriff mit dieser Konnotation, sind wir eigentlich etwas unglücklich mit der Bezeichnung Rohübersetzung für die... Ganz genau. Ja, weil nämlich die Rohübersetzung ist ja nicht roh. Sie muss ja sehr präzise sein, sie muss sehr genau sein, weil oft derjenige, der das Synchronbuch schreibt, die Sprache wenig oder gar nicht kann. Und deswegen braucht er auch sehr viel Information. Man muss auch meistens Informationen mitliefern bei Sachen, kulturellen Sachen, die man nicht wissen kann. Und ich gebe auch oft mehrere Fassungen an, das heißt Alternativfassungen, wenn man das verschieden ausdrücken kann. Das ist auch immer gerne gesehen. Und ich habe es bisher immer so erlebt, dass eben die Übersetzung und das Synchronbuch dann in zwei verschiedenen Händen waren. Du machst beides? Bei Synchron Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen gehe. Ich würde gerne, dass wir bei unserem Thema bleiben. Und ich gehe doch mal davon aus, dass das Gros von uns, ich mache das mal als Unterstellung, vielleicht ist es nicht so, aber dass das Gros von uns Grundkenntnisse über das Synchron und Untertiteln übersetzen hat,
sodass wir einfach vielleicht weitergehen könnten. Ich hoffe, möchte vielleicht noch, habe ich dich unterbrochen, Andrea? Ich habe den Chat beobachtet und da ist noch eine Frage drin, die vielleicht die Potenzierung der Schwierigkeiten bedeutet und die wir als Prosa-Übersetzer aber auch kennen. Was macht man, ist ein bisschen speziell, aber wurde auch im Chat gefragt, was macht man, wenn man Gedichte oder Lieder in Filmen zu übersetzen hat? Also mit der wenigen Arbeitszeit, die man dafür nur veranschlagen kann, das kennen wir auch. Das ist sehr aufwendig, Gedichte in Prosa, die ja auch immer wieder vorkommen, in Prosatexten integrierte Gedichte zu übersetzen. Wie ist das beim Untertiteln? Würde natürlich jetzt auch wieder streng genommen vom Thema unseres Vortrags wegführen, weil natürlich Lieder und Gedichte in Filmen keine Dialoge sind. Und wir wollten ja eigentlich über die Dialoge reden. Aber ja, natürlich, das taucht auch auf. Da gibt es dann... oder auch Zitate. Gestern haben wir ja von Lorenz Hippe ein Beispiel eine Szene aus Warten aus Godot wurde gelesen. Und witzigerweise hatte ich just in diesem Jahr einen Film übersetzt, wo es um eine Aufführung des Theaterstücks Warten auf Godot in einem französischen Gefängnis ging. Ich habe also sehr viel da mit Originalzitaten irgendwie zu tun gehabt, mit Hochliteratur, die man irgendwie zitieren konnte. Also der eine Punkt ist natürlich, wenn wir das jetzt zum Beispiel nehmen aus dem Theaterstück oder jetzt auch aus gebundener Rede, ein Shakespeare-Sonett wird in einem Film gebracht, würden wir natürlich, erstmal guckt man, welche etablierten Übersetzungen gibt es und je nachdem, um welche Literatur es geht, ist die ja auch entweder gemeinfrei oder einfach so bekannt, man muss dann einfach die klassische etablierte Übersetzung zumindest zitieren. Oft genug kommen wir das kann dann wieder synchron, prima klappen. Im Untertitel kommen wir dann teilweise an Grenzen, wenn der Hexameter oder der Alexandriner nicht in meine vielleicht nur 40 Anschläge pro Zeile reinpasst. Dann werde ich also sogar gezwungen. Ich erinnere mich mal, in einem französischen Film das war ein französisches Gedicht und Rilke hatte das meisterlich ins Deutsche übersetzt und meine Aufgabe war es dann, es wurde nicht das gesamte Gedicht gebracht, es war nur eine Strophe oder irgend sowas, also es war mit Zitatrecht alles völlig problemlos, aber ich musste Rilke einkürzen, um ihn in meine Zeile reinzubringen, also um irgendwie das hinzukriegen. Also das wäre die eine Möglichkeit natürlich, wie ihr das natürlich bei euren Buchübersetzungen auch macht, wenn es also etablierte Übersetzungen gibt. Wenn es jetzt um aktuelle Lieder geht, also wo es keine Übersetzung vorliegend ist, ist der Idealfall, wovon wir immer träumen, dass wir Zeit genug haben, das gereimt hinzukriegen, wobei dann immer die Frage ist, ist die Verslänge, überstimmt die mit der Zeilenlänge überein? Weil wenn es wir das zwar hinkriegen, dass es sich reimt, dass der Vers aber länger ist als die Zeile des Untertitels, dann ist das gar nicht so sehr sichtbar. Der Zuschauer sieht dann, nur jede zweite Zeile reimt sich. Also ne, allein die grafische Darstellung im Untertitel einer gereimten Übersetzung kann was Unbefriedigendes haben. Damit müssen wir dann leider leben. Und oft genug ist es, dass uns gar nichts anderes übrig bleibt, weil wir nur wenige Tage für einen ganzen Film haben. Also das nur noch mal als... kann ich vielleicht auch voraussetzen, aber in der Regel ist es ja bei uns, dass ein Film innerhalb einer Woche maximal 10 Tagen mit allen Korrekturdurchgängen und mit allem und dann geht der raus und wird gemacht und dann steht man schon unter großem Zeitdruck und würde sich über ein Lied oder ein Gedicht gerne mal da mal ein paar Nächte drüber schlafen. Die Zeit ist oft nicht. Man hat aber natürlich auch so... Es gibt Lektorinnen, die sich darauf spezialisieren und ganz begeistert sind. Also zum Beispiel bei der Untertitelfirma Subs, für die ich in Hamburg viel arbeite, die Lektorin Marion Petersen, die ist begeistert, wenn sie sagt, oh, gibt es da was zu reimen? Dann hilft die einem auch. Also man kann sich dann eben auch Hilfe holen. Aber oft genug sind wir einfach gezwungen, eine poetische Prosa-Übersetzung dann anzubieten, die also sich sowohl bemüht, das Lyrische rüberzubringen, aber auch den Inhalt, weil man muss natürlich wieder bedenken, anders als in der Buchübersetzung, das Gedicht, der Klang des Gedichtes oder der Klang des Liedes ist ja im Film drin. Danke. Gabi, mach du dich vielleicht auch stumm, man hört ja, dass es ein Gedicht ist, man hört, dass das lyrisch klingt oder man hört das Lied, das heißt, ich muss dem Zuschauer nicht wirklich verklickern, hier hörst du jetzt gereimten Text, das kriegt er im Zweifel mit,
Oft werden die Lieder aber gewählt, weil irgendeine inhaltliche Wendung genau auf die Situation des Helden oder der Heldin zutrifft. Und dann ist es vor allen Dingen wichtig, dass diese inhaltliche Parallele rüberkommt. Also wie so oft sind es in gewisser Weise oft Kompromisse, die wir eingehen müssen, die aber durch das audiovisuelle Medium, dass wir ja immer die Bildspur noch dazu haben und sehen die Filmfigur auf das Gedicht oder das Lied reagieren, die es uns erleichtert, dass dieser Kompromiss auch dann gut durchgeht. Da werdet ihr im Buch diese Kompromisse weniger eingehen können. Ich vermute, dass ihr immer Gedichtform abliefern müsst für ein Gedicht in einem Text. Andrea, es ist 11 Uhr. Ich weiß nicht, hast du die Uhr im Blick? Ich habe die Uhr im Blick, aber würde jetzt erst noch hören von euch, gäbe es also für diesen ersten, es war ja gedacht, dass in dem ersten Teil, also diese generelle Einführung, um die Unterschiede zwischen unseren gemeinsamen literarischen Übersetzungsarten klarzumachen, damit ihr euch gestärkt fühlt, im zweiten Teil dann Filmübersetzungen beurteilen oder besprechen oder diskutieren zu können. Gäbe es da jetzt noch mehr, was wir da noch irgendwie klären sollten an Verständnisfragen? Gäbe es da noch, wenn ich jetzt nochmal in den Chat reingucke, es werden teilweise auch so ganz, was die Zeilenlängen angehen, das hatte ich eben schon gesagt, das verändert sich, das hängt vom Endformat ab, das hat sich auch historisch verändert. Als ich angefangen habe, vor über 20 Jahren, gab es ja noch den 16mm-Film, derselbe Film in 16mm oder 35mm hatte natürlich deutlich unterschiedliche Anschlagmengen. Das heißt, man musste auch Filme, die man für ein Medium untertitelt hat, wenn das dann auf einem anderen Medium rauskam, musste die Übersetzung nochmal komplett angepasst werden und umgearbeitet werden, mindestens Zeilenumbrüche verändert werden oder eben auch nochmal eingekürzt werden. Also, dass das heute bis zu 50 Anschläge die Zeile geht, ist eine neuere Entwicklung. Ich habe noch angefangen mit zwischen 32 und 40. Vor 20 Jahren, da war das die Spanne. Das hat damit zu tun, dass Film eben heute sich in der Rezeption mehr dem Buch annähert. Es findet zunehmend weniger oder abnehmend im öffentlichen Raum im Kino statt, wo eben der Zuschauer gar nichts bestimmen kann. Der setzt sich rein, der Vorführer startet den Film und wenn aus ist, ist aus. Sondern dass wir Filme zu Hause gucken, vorspulen, zurückspulen, anhalten. Und dann können wir natürlich auch anhalten und können uns einen Untertitel ein zweites Mal durchlesen. Das hat zu einer deutlichen Veränderung auch der Branchenregeln geführt. Aber von daher, da wollte ich jetzt in diese Details jetzt reinzugehen, wann, wo viele Anschläge, das glaube ich, geht hier irgendwie zu weit. Dann sehe ich noch die Frage nach dem Film, den ich übersetze. Wenn ich das jetzt genau wüsste, muss ich nachgucken. Kann ich das im Kopf gar nicht sagen, wie der Film hieß. Un Triomphe. Und der ist noch nicht im Kino gelaufen. Also der sollte auf diese wurde übersetzt für die französischen Filmtage in Tübingen. Und das ist ja auch schon eins der Festivals, das dann nicht mehr real stattfinden konnte, was dann auch schon komplett virtuell durch Corona so im Netz gelandet ist, wie wir jetzt hier gelandet sind. Jetzt sehe ich gerade noch, das ist noch die Frage von Jaroslava Blacek, ist noch eine sehr wichtige Frage. Bekommen wir Filmübersetzer den Text in Schriftform? Das ist absolut grundlegend wichtig, dass wir das kriegen in Schriftform, weil das ewige Abhören von, das würde unendlich viel Zeit kosten und es ist eine enorme Fehlerquelle. Ich glaube, dass das Dinge waren, die in der Vergangenheit der Filmübersetzung so gar nicht möglich waren, weil ein Transkript von einem Film zu erstellen, war in Zeiten von 35 mm, bevor der Videokassette und vor dem DVD, ja eine Arbeit am Schneidetisch. Das war sehr langwierig. Man musste vorspulen, zurückspulen. Das schadet der Filmkopie. Das ist sehr aufwendig. Die Möglichkeit, dass man gute Transkripte erstellen kann, sind erst so richtig gewachsen seit den 80er Jahren, seit es da technische Hilfsmittel zu gibt. Und natürlich wünschen wir uns immer, dass wir ein Transkript bekommen, auf das wir uns verlassen können. Wir übersetzen aber natürlich nie das Transkript, sondern wir übersetzen den Film, nehmen das Transkript als Hilfsmittel, müssen das auch immer kontrollieren. Und leider sind immer die akustisch herausforderndsten Stellen, also Kampfszenen, Leute prügeln sich oder eine Wirtshausstreit, der eskaliert und viele Stimmen gehen durcheinander, erhitzte Diskussionen, alle möglichen Stellen, wo der Filmton nicht gut zu verstehen ist und wo er sich überlappt, aber ich muss trotzdem für alle sprechenden Personen rauskriegen, was sagt der, was schreit der, was schreit der, was schreit der. An diesen Stellen sind oft leider Gottes auch die Transkripte lausig. Da steht dann
alle schreien durcheinander. Ja, da muss man sich dann doch hinsetzen und das so gut es geht abhören oder dann auch frei gestalten. Und das kann sowohl der Erstübersetzer sein, als auch der Synchronregisseur, dass man dann sagt, die schreien um die und die Themen, man könnte da jetzt, man bietet dann was an, was dann da genommen werden kann. Und im Untertitel hat man natürlich wieder den Vorteil, dass wenn die Leute durcheinander schreien, man kann nicht alles übersetzen. Man entscheidet sich dann für das, was der Held schreit oder was der Protagonist schreit oder das, was für die weitere Entwicklung der Filmhandlung bedeutend ist. Und das kommt dann in den Untertitel rein. Aber grundsätzlich wollen wir immer für beide Formen, brauchen wir ein Transkript. Und wenn das nicht geliefert wird, müssen wir uns das selber erstellen. Und das muss dann auch bezahlt werden. Also im Prinzip, das ist absolut notwendig. Den Film nur nach Gehör zu übersetzen, ist würde ich niemandem raten. Mag es auch geben, bei kürzeren Sachen ist das vielleicht nicht so, oder weniger akustisch, weniger anspruchsvoll im Film mag das gehen. Und das Originaldrehbuch ist natürlich nicht das, das ist jetzt die nächste Frage, das ist natürlich nicht das, was auf der Leinwand zu sehen ist. Das Drehbuch unterscheidet sich von dem fertigen Film auf der Leinwand genauso, wie sich die Erstübersetzung in der Synchronfassung von der Synchronfassung unterscheidet. Natürlich ist ein Drehbuch ist ja bevor der Film gedreht wurde und was die Schauspieler und der Regisseur und die Kameraleute dann machen, ist anders. Ich habe für Fernsehserien schon sehr oft Originaldrehbücher bekommen, weil es hieß, es gibt kein Transkript. Und das ist eine sehr mühselige Sache. Ich habe schon mal eine Serienfolge gehabt, da war kein einziger Dialog so gesprochen, wie er im Drehbuch stand. Die Reihenfolge der Szenen war anders, das kriegen wir ja noch hin. Aber thematisch war das derselbe Film oder dieselbe Folge, aber es war nicht so übernommen worden. Also Film ist ja eben ganz anders als das Buch eine riesige Gruppenanstrengung. Und jeder, der daran mitarbeitet, bringt sich irgendwie ein. Und der Drehbuchautor ist nur einer, ist nur der Erste, nur einer von vielen. Darf ich mal eine Frage stellen? Ja, hallo Annette. Hallo Andrea. Ich verweise auf den Beitrag von Gabi im Chat. Das würde mich wahnsinnig interessieren, auch wenn ich gestern nicht dabei war. Vielleicht ist es für die, die gestern dabei waren, reizvoll, die 5 Grundprinzipien, die Lorenz Hippe für den szenischen Dialog formuliert hat, auf den Filmdialog anzuwenden. Das würde mich sehr interessieren. War das die Frage an mich? Ja, dass ich das war die jetzt Frage, bitte. Dazu müsste ich mir das jetzt auch noch mal raussuchen. Die Frage von oder die Herangehensweise von Lorenz Hippe war ja gestern beim Erstellen eines Dialoges. Also das wäre jetzt eher, dass der Drehbuchautor das natürlich anbringt. Okay. Wenn ich den fertigen Filmdialog bekomme, ist das ja schon drin. Mhm. Also Ich sage ganz kurz was dazu. Ja. Er hat das tatsächlich formuliert beim Erstellen eines Dialogs, aber man kann es auch beim Rezipieren eines Dialogs, finde ich, anwenden, um sich einfach, also um besser zu lesen, um genauer zu lesen, worum handelt es sich hier bei dem Text, den ich übersetze. Und das kann sowohl bei einem Film, glaube ich, als auch bei einem Prosatext oder bei jedem beliebigen Text so versucht werden, einfach um sich den Text klarer zu machen. Und leider können wir das jetzt wahrscheinlich nicht während der Sitzung verschicken. Man könnte überlegen, wer sich dafür interessiert, wie man das zugänglich macht. Die 5 Prinzipien sind... Gabi, wenn ich da vielleicht direkt reingehe, könnte nicht vielleicht Jürgen oder Solveig die Datei von Lorenz Hippes Google Drive-Seite auf unsere Google Drive-Seite stellen? Ja, also 5 Grundprinzipien des Dialogs. Prinzip 1 ist: Die Situation prägt den Dialog. Das heißt, in welcher Situation befinden sich die Figuren? Welche Sprechweisen ergeben sich durch diese Situation? Und das zweite, Dialog zeigt Charakter. Das ist immer etwas poetisch formuliert. Was sind die Ziele der Figur, die da spricht? Und was sind ihre sprachlichen Eigenheiten? Ich denke, das kann man sich beim Rezipieren eines Textes fragen. Und dann, drittes Prinzip, Dialog ist Kreativität. Was ist das Ergebnis oder die Erkenntnis des Dialogs? Also was ist nach dem Dialog anders als vorher? Das vierte Prinzip ist, Dialog ist Bewegung. Da kann man sich immer fragen, wer führt und wer folgt? Wer bewegt wen? Und in guten Dialogen, sagte er gestern, glaube ich auch, muss es ab und zu wechseln, sonst wird es langweilig.
Und das fünfte Prinzip, Dialog enthält Subtext, das heißt, was steht zwischen den Zeilen? Was steht, wovon handelt der ganze Film oder wovon handelt das ganze Buch sozusagen, das den Rahmen bildet für den Dialog, den man sich da gerade übersetzerisch vornimmt. So viel vielleicht. Ich fände das schon ein wunderbares Werkzeug, um in die Film- und Textarbeit, also in die Werkstätten vielleicht einzusteigen. Man kann das ja dann auch präzisieren, also zum Beispiel bei diesem Führen und Folgen sich die Frage stellen, wie endet eine Replik, um dem Gegenüber anzudeuten, dass es jetzt sprechen soll, oder wie knallt durch den Auftakt, den einer wählt, vielleicht in die Rede des Vorgängers rein und lässt ihn gar nicht ausreden oder was immer da möglich ist. Und das dann eben auch in unserem konkreten Fall jetzt vielleicht mit der Frage zur Kürze, die ja doch wirklich massiv offenbar interessiert, zu verbinden, wenn wir uns Sachen anschauen. Wenn ich da, Andrea, dir gegenüber noch einen Wunsch äußern darf, nach dem, was du jetzt vorgetragen hast, scheint es für die Literaturübersetzer und Übersetzerinnen vielleicht ein klein bisschen interessanter, sich Untertitelungen anzugucken. Also ich glaube, da merkt man besser, also da seid ihr einfach mehr gezwungen, euch vom Original, also wenn, du kannst mir widersprechen, meine Hypothese, ihr seid mehr gezwungen, vom Original auf eine Weise wegzugehen, dass es möglichst gut erhalten bleibt, und habt vielleicht auch mehr, ein klein bisschen mehr Autonomie als bei einer Synchronisation, wo diese Lippensynchronisierung am Ende so eine große Rolle spielt. Vielleicht täusche ich mich da, aber mir scheint es interessanter, sich zunächst Untertitelungsbeispiele anzuschauen mal. Ich glaube, das täuscht, der Eindruck. Also das war das, was ich versucht hatte klarzustellen. Beide Formen sind unterliegen ähnlichen Zwängen, anderen, aber in gleichem Maße bestimmten Zwängen. Und es kann auch sein, dass, also und wer sich aus diesen Zwängen heraus dann wie weit von dem Originaltext entfernen muss, da können beide, das kann auf beide zutreffen. Also das würde ich so nicht ohne weiteres sagen wollen. Was interessanter ist, da kann ich nichts zu sagen. Das ist, ich persönlich, mein Herz schlägt natürlich auch mehr für die Untertitelung, das ist klar. Aber eine gute Synchronisation, na, so. Wir sind jetzt ja sowieso so langsam schon eine ganze Weile am Ende des ersten Blocks, und wir wären auch an der Zeit, wo wir Pause machen könnten. Es sei denn, es wäre jetzt noch aus dem Plenum irgendetwas, was, ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr so viel. Wie gesagt, ich habe die Chats jetzt nicht so sehr verfolgt wie ihr. Dann würde ich, also um jetzt nur noch mal grob anzukündigen, wie es nach der kurzen 10 Minuten Kaffee-Toilettengang-Pause weitergeht, ist, dass ich filme. Ich habe zwei Filme ausgesucht, einen Film, der in synchronisierter Form vorliegt, und einen Film, der in untertitelter Form liegt und wo ich zu beiden alternative Übersetzungen anbieten kann, was sehr selten ist. Dazu kann ich gleich noch mehr gehen. Ich will jetzt nicht die Pause noch länger hinauszögern. Und aus jedem Film habe ich nur zwei Ausschnitte gewählt, die jeweils in zwei Fassungen dann zu sehen sind. Wir können sehr gerne, wenn das Plenum das so sieht, erstmal mit dem untertitelten Film anfangen und gucken auch mal, wie weit wir kommen. Vielleicht ist nachher gar nicht Zeit, in den Synchronisierten noch reinzugehen. Wir können auch parallel von jedem eins machen. Das ist mir, nehme ich gerne die Anregung auf. Reizvoll ist beides auf gleiche Art und Weise, weil sich die Übersetzungen unterscheiden. Aber das ist gerne wie... Ich fürchte fast, so wie wir haben jetzt schon 11:15, dass wir sowieso es nicht schaffen, alle vier Beispiele zu machen. Oder wir teilen es auf die Gruppen auf oder wie auch immer. Also wir wollen die ja auch gemeinsam da noch drüber reden.
jetzt nur noch ganz kurz zu den ausgewählten Filmen und worum es in diesen Szenen gibt. Also ich hatte ja davon geredet, dass ich, als die Anfrage kam, erstmal sehr perplex war und gar nicht wusste, was ich präsentieren soll. Und im geduldigen Gespräch mit Gabi kamen wir dann auf den Gedanken, dass es vielleicht sinnvoll sein kann, wenn man Übersetzungen vergleicht. Und dann sieht man ja, oder können wir, die wir ja alle Übersetzer sind und auch Übersetzungen beurteilen oder analysieren können, vielleicht gemeinsam herausarbeiten, was eine gute Dialog- oder eine weniger gelungene Dialogübersetzung wäre. Jetzt ist das Problem, wieder ein großer Unterschied zwischen Film- und Buchübersetzung, dass es im Filmbereich gar nicht so viele vergleichbare Übersetzungen gibt. Die Kunst ist ja gerade erst im letzten Jahr 100 Jahre alt geworden, 100 Jahre Kino. Auch da fängt es natürlich bei jedem Mediumswechsel an. Also als die DVDs aufkamen, sind diverse Filme nochmal neu synchronisiert worden oder sie werden oft für DVDs nochmal neu untertitelt. Das macht es aber immer noch nicht so vergleichbar, weil ich habe nicht zwei Bücher, zweimal Tolstoi, wo ich oder Moby Dick die Übersetzung vergleichen kann. Ein Film, der nur auf einer 35mm Kopie synchronisiert oder untertitelt ist, der bietet sich mir ja nicht an, dass ich ihn bearbeiten kann. Es ist also eigentlich für uns, wenn wir als Untertitler von diesem Untertitelforum oder sowas versuchen, über unsere Arbeit zu reden, eigentlich immer etwas schwierig. Wie kommen wir an vorführbares Material? Und die beiden Filme und auch die beiden Übersetzungen der jeweiligen Filme sind, da habe ich selber gar nichts mit zu tun. Es geht also, ihr dürft also nach Herzenslust kritisieren und loben. Ich habe damit gar nichts zu tun. Es sind nur Filme, die mir über den Weg gelaufen sind im Laufe meiner Arbeit, wo ich überhaupt zwei alternative Fassungen präsentieren kann in digitaler Form. Das eine, um jetzt kurz zu den Filmen zu sagen, ich hoffe, dass der zu dem ersten Film Casablanca ich gar nicht so viel sagen muss, weil der ja doch noch als Filmklassiker vielleicht bekannt ist. Das ist der berühmte Filmklassiker von 1942, Michael Curtis aus Hollywood, Warner Brothers, Humphrey Bogart und Ingrid Bergman am Flughafen von Casablanca. Den Clip sehen wir allerdings nicht. Der ist ein rezeptionshistorisch ein sehr interessanter Fall, weil er in Deutschland zweimal komplett neu synchronisiert worden ist, weil er, als er in der ersten Nachkriegszeit, also 1952, in die deutschen Kinos kam, hatte der amerikanische Verleih Warner Brothers entschieden, dass die Marktchancen des Films erhöht werden, wenn man dem deutschen Nachkriegspublikum jede Beschäftigung oder Thematisierung der Nazi-Vergangenheit Deutschlands vorenthält. Es handelt sich also hier nicht um einen Akt staatlicher Zensur, dass die Deutschen was rausgeschnitten hätten, sondern die Amis haben gedacht, der Film wird mehr Geld einspielen, wenn da keine Nazis drin vorkommen. Also ist das die berühmte entnazifizierte Fassung von Casablanca, die kürzer ist, um über 20 Minuten. Und in der Inhalte, die Handlung ist zum Teil anders, es ist ein anderer Text, der gesprochen wird. Das interessiert uns jetzt aber natürlich gar nicht. Ich habe jetzt Szenen rausgenommen, die in beiden Fassungen vollständig enthalten sind und die auch politisch irrelevant sind, wo aber sich trotzdem zeigt, wie in den 50er Jahren synchronisiert wurde und wie dann später, der Film ist erst 1975 fürs Fernsehen, fürs ZDF, das erste Mal in ganzer Länge neu synchronisiert worden. Und das ist auch die Fassung, die unter anderem den Titel für meinen Vortrag gebracht hat. Ich schaue ihm dir in die Augen, Kleines, also der die ikonische deutsche Sprachfassung gebracht hat, die ja zum Teil, also speziell dieses Ich schaue dir in die Augen, Kleines, ist ja eines der berühmtesten Filmzitate überhaupt, da ganze Bücher heißen so, man kann es in Hamburg abgeändert auf Mülltonnen lesen, wirf's mir in den Eimer, Kleines, also das ist ja das ist also die zweite Übersetzung von 1975. Und ich habe mir jetzt also Szenen rausgesucht, die da Unterschiede zeigt, wie man vorgegangen ist in bestimmten Übersetzungsentscheidungen, auf die man eben stößt. Und ich hoffe, dass ihr, die ihr ja alle selber erprobte Übersetzer seid, da in euren Einzelgruppen da schon einiges rausarbeiten könnt und dass wir das vielleicht, wenn wir es zusammentragen, irgendwie abrunden können. Der Clip, zu dem einzelnen Clip brauche ich jetzt nicht zu sagen, Clip 1, das werdet ihr sehen. Und ich denke, ihr kennt irgendwie die Figuren oder ich hoffe es. Ja, gehe ich jetzt doch mal eben auf Google Drive, um zu schauen. Mache ich doch jetzt kurz, also bei Casablanca, der erste Clip, ihr wisst ja noch nicht, in welche Gruppe ihr nachher kommt, sind alles Nebenfiguren, die über die Hauptfigur, die von Humphrey Bogart gespielte Hauptfigur, sprechen. Wir sind in einem Spielcasino und ein Angestellter von der Hauptfigur, von dem Rick von Humphrey Bogart gespielt, gibt Auskunft über seinen Chef. Das ist da der erste Clip.
Der zweite Film, der französische Spielfilm Peur de Rien von der libanesisch-französischen Regisseurin Danielle Arbit von 2015, ist mir mal über den Weg gelaufen, weil ich angefragt war, dass ich für Danielle Arbit dolmetschen soll und gleichzeitig der Film, der bis heute, glaube ich, nicht in die Kinos gekommen ist oder keinen deutschlandweiten Verleih hatte, wurde in Hamburg auf einem Festival gezeigt und ich sollte den Film live titeln. Das heißt, ich sollte die schon erstellten Filmtitel, die es aber nicht auf der Kopie gab oder nicht in Dateiform, live dazuschalten. Das sind ja alle kommunalen Kinos in Deutschland, haben mittlerweile oder viele von denen die Möglichkeit, also haben eine Software, eine Anlage, dass Untertitel zugeschaltet werden können, wenn es keine offizielle untertitelte Fassung eines Films gibt. Und ich wusste durch Zufall, dass die Firma, die vorhin schon erwähnte Firma Subs, diesen Film untertitelt hatte, war also ziemlich sicher, dass ich Filmuntertitel sehe von einem Standard oder Niveau, wie ich das gewohnt bin von dieser Firma, und sitze in meiner Kabine, in meiner Vorführkabine, fange an, den Film zu projizieren und stelle fest, das ist aber nicht von Subs gemacht und das ist auch nicht von meiner hochverehrten Kollegin Antje Habeck gemacht, da stimmt was nicht. Und dadurch, durch diesen reinen Zufall, dass also ich diese Film, diese Live-Titel schalten musste, stellte sich heraus, dass der Film von einer zweiten Firma auch untertitelt worden ist, einmal von Subs und einmal von Titra Film. Und dadurch bekam ich zwei komplette Untertiteldateien, die ich dadurch vergleichen kann. Der Film an sich würde sich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt anbieten dafür, weil es auch Französisch ist. Das ist, werden hier auch viele sprechen und verstehen. Aber es ist jetzt mehr nur durch den Zufall, dass ich mal wirklich zwei komplette Untertitellisten, unterschiedliche Untertitellisten von jedem Film habe. Und der erste Clip von diesem Peur de Rien ist... das ist eine Szene unter zwei Leuten. Das Mädchen ist die Hauptdarstellerin. Ich glaube, sie heißt Lina, muss ich jetzt gestehen, habe ich gar nicht mehr nachgeguckt. Die ist auf einem ersten Date mit einem jungen Mann. Und dieser junge Mann versucht, sie zu beeindrucken, indem er von Musikstücken redet. Sie ist Libanesin in Paris, Flüchtling in Paris. Er ist Pariser und versucht, ihr jetzt ihr Musik vorzuspielen und von wegen, wollen Sie sich mal meine Plattensammlung anschauen? Das ist so ungefähr die Situation. Er versucht, sie dadurch rumzukriegen, dass er von Gruppen redet, von denen sie als Libanese natürlich noch nie was gehört hat und eigentlich auch gar nicht genau versteht, worauf er hinaus will. Und beide sind auch etwas alkoholisiert, speziell der junge Mann. So, das jetzt zum Einordnen der ersten Filmclips. Sesam, öffne dich. Ja, Herr Professor. Grazie, Signor. Madame. Ne? Monsieur a gagné. Garçon. Ja, Madame. Bitte fragen Sie Rick, ob er ein Glas mit uns trinkt. Bedauere, er trinkt niemals mit den Gästen, Madame. Niemals. Das wäre ganz neu. Für einen Barbesitzer ist er ziemlich ausgeblasen. Vielleicht interessiert es ihn, dass ich das zweitgrößte Bankhaus in Amsterdam mache. Das zweitgrößte? Das macht auf Rick keinen Eindruck. Der erste Bankier von Amsterdam ist jetzt Konditor in unserer Küche. Oh. Na, das verspricht allerhand. Und sein Vater ist hier Liftboy. Mach auf, Arthur. Ja, Herr Professor. Signore, faccia questo per me. Merci, Madame. C'est pour vous, Monsieur. Opa. Ja, Madame. Bitte würden Sie Rick fragen, ob er ein Glas mit uns trinken möchte. Rick trinkt nie mit den Gästen, Madame. Das habe ich noch nie erlebt. So? Worauf bildet sich ein Nachtclubbesitzer so viel ein? Wenn ich ihm sagen würde, dass ich das zweitgrößte Bankhaus in Amsterdam geleitet habe, vielleicht. Das zweitgrößte, das würde Rick kaum beeindrucken. Der erste Bankier von Amsterdam arbeitet als Chefkonditor in unserer Küche. Oh. Da steht uns ja noch allerhand bevor. Und sein Vater ist Hotelpage. Gut. Wie ich gerade schon sagte, also es hat von meiner Seite jetzt mit der Technik nicht ganz so geklappt, wie ich das gedacht hatte. Ich habe jetzt bei keinem von euch nochmal reingucken können. Ich hoffe aber, dass alle Gruppen in der Lage waren, ihren Clip zu sehen, einzeln, und dass auch alle ihr dazugehörige Textdokument hatten und darüber haben sprechen können und dass das auch akustisch und visuell geklappt hat, dass ihr euch austauschen konntet. Dann würde ich doch jetzt vorschlagen, dass wir mit dem mit den ersten Clips der Gruppe 1 anfangen. Das wäre jetzt der erste Clip Casablanca. Und dazu würde ich jetzt mal über Bildschirm teilen, wenn ich das gestern richtig gelernt habe, dass ich den richtigen die Datei öffne.
So, und gehe dann jetzt wieder zurück ins Zoom-Meeting und mache Bildschirm freigeben. Dann müsstet ihr jetzt alle, ja, ganz so einfach ist es doch wieder nicht, doch das müsste es sein. So, seht ihr das jetzt alle? Ja. Das ist jetzt der erste Clip von den ersten vier Gruppen. Und bei mir wird das jetzt an der Seite ein bisschen dadurch überdeckt, dass, das heißt, ich würde in der Anzeige hier das jetzt etwas kleiner machen. So, jetzt kann man den Text komplett lesen. Und das ist auch nur diese eine Seite. Das ist also eigentlich ganz gut. So. Und dann wäre jetzt ja mein Gedanke, also zum einen nochmal für die vier anderen Gruppen, die diesen Ausschnitt nicht gesehen haben. Wir befinden uns in einem Spielcasino von Rick's Café in Casablanca und Gäste sprechen mit dem Ober, versuchen Rick an den, sprechen über den Besitzer des Cafés. Und vielleicht könnten ja, wie der im Vorfeld geäußerte Gedanke, wenn die Gruppen, wenn aus jeder Gruppe mal irgendeiner versucht vorzustellen, was euch aufgefallen ist, was ihr euch überlegt habt. Zur Info noch nur, hier sind natürlich keine Rollennamen angegeben, weil diese Transkripte habe ich alle selber mal erstellt vor ein paar Jahren für einen Filmwissenschaftler, der über diese Casablanca-Fassungen reden wollte. Und da habe ich mir natürlich die Mühe gespart, da jeweils noch die Rollennamen einzufügen. So, vielleicht könnten wir ja mit Gruppe 1 anfangen. Wisst ihr noch, wer Gruppe 1 war und hattet ihr da jemanden ausgeguckt, der dann vielleicht jetzt das Wort ergreifen könnte? Also, wir haben mit verteilten Rollen das Original gelesen, die Version von 52 und 75 Satz für Satz und danach analysiert und festgestellt, dass die Version von 1952 etwas textnäher ist und kürzer, dass die von 75 etwas freier ist und es hieß auch betulicher, dass die Version, also dass zum Beispiel bei dem Satz "Will you ask Rick if he'll have a drink with us?" Das ist bei 52 halt so eine Aussage ist, bitte fragen Sie Rick, ob er ein Glas mit uns trinkt, und bei 75, dass es eine höfliche Frage ist, also dass da auch der Tonfall einfach ein ganz anderer ist. Und das ist auch noch bei einem anderen Satz. Wir hatten, wie gesagt, am Anfang technische Probleme leider. Und dann wurden wir auch schon wieder in die Gesamtkonferenz geschaltet. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber vielleicht hat ja jemand anders noch ein Feedback. Darf ich kurz was sagen? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja, ja. Also da wurde auch noch gesagt, dieser dritte Satz, dieser italienische, in der 1975 ist der ja ziemlich lang und eigentlich steht im Original Grazie Signor. Jetzt habe ich gesagt, weil ich ja auch untertitle, ich würde mir jetzt erst nochmal den Film ansehen, ob das Original überhaupt mit dem Film übereinstimmt. Denn das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor bei 1975, dass die jetzt so eine ganze Frage aus dem Grazie gemacht haben. Dazu sind wir dann aber nicht mehr gekommen. Ne? Dazu kann ich vielleicht nur noch was sagen. Das war natürlich überhaupt nicht gedacht und gefordert. Die sagen wirklich nur Grazie Signor, aber da kommen dann irgendwelche unverständlichen Geräusche und es wurde dann in den Synchronfassungen, kann man ja nicht unverständliche Geräusche haben, man muss was drauflegen. Mhm. Also das ist einfach nur, das ist ganz üblich, dass man da was drauflegt und dann hat sich der 75 halt noch mehr Gedanken gemacht oder auch nicht. Aber darum, das war jetzt gar nicht Fokus. Okay. Aber ihr habt die Filmausschnitte auch alle gesehen? Ja. Na, genau. Okay. Ja gut, gäbe es aus der Gruppe 2 jemand, der was sagen könnte oder was berichten könnte vielleicht? Wir wissen nicht, wer Gruppe 2 ist, also das müssen jetzt... Gisela, bitte das Mikro wieder ausschalten. Ah ja. Ja, also wir hatten eigentlich genau das gleiche Problem, dass wir uns lange mit der Technik aufgehalten haben und dann sehr wenig Zeit hatten, uns überhaupt damit zu beschäftigen. Und dann haben wir uns tatsächlich auch sehr mit diesen fremdsprachigen Zitaten da erstmal aufgehalten, was das wohl zu bedeuten hat, dass diese unterschiedlich sind und warum sie überhaupt so lang sind, wo im Original so wenig ist.
sodass wir wenig Zusätzliches beizutragen haben. Wir haben so ein bisschen dieses Sesam öffne dich als sehr alt empfunden, als orientalistisch, weil es vielleicht in Gibraltar oder sowas, dass man da so ein bisschen sowas vielleicht unterbringen wollte, was dann 25 Jahre später rausgemerzt wurde. Da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Also dass das was ist, was ja, was ja auch wirklich überhaupt gar keinen Ursprung hat, also was ja wirklich dazu erfunden wurde in der 52er-Fassung. Eine völlig neue Interpretation des Ganzen. Ja, ja genau. Also der Film Casablanca spielt in Casablanca, nicht in, auf Gibraltar. Von daher ist natürlich Casablanca die Italische. Und das Setting habt ihr ja gesehen. Er geht durch eine zwiebelspitzige Tür. Das ist wirklich eine völlige Freiheit, eine hübsche, kleiner, kreativer Einfall, wo man sich dann fragt, ist das noch erlaubt, sowas zu machen? Aber offensichtlich gehen tut das, weil man hört in der Synchro ja eben nicht die Originalfassung. Das wurde versucht, das einfach ein bisschen lokalkoloriter einzubauen. Dann vielleicht Gruppe 3. Ist da jemand, der sich vorwagt? Lokalkolorit ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort. Das war eine Rückmeldung, die so ziemlich zu Anfang kam, dass in der 75er-Fassung es Benjamin speziell aufgefallen war, dass da mehr Fremdsprachen zu hören seien, eben in diesem Kauderwelsch oder eben auch der Ober deutlicher die österreichische Färbung hat. Das ist eben in der Tat vielleicht ein bisschen mehr, dass es den Sound einsetzt. Aber durchgängig lässt sich vielleicht sagen, oder war unser Eindruck, jede der beiden Fassungen hat so ihre Vorzüge und weniger schöne Stellen. Jede weicht an einer anderen Stelle ab. Also natürlich ist uns auch dieser Orientalismus da aufgefallen am Anfang. Dafür ist in der 75er-Fassung unten in der vorletzten Zeile dieses We have something to look forward to, ja, übersetzt mit, da steht uns ja noch allerhand bevor, was ja eher eine Abweichung ist, was aber wiederum, also das wäre jetzt noch eigentlich eine Forderung gewesen, nochmal zu gucken, wie sieht es denn, wie passt es wirklich zum Bild, dass das eben getragen wird von der Mimik. Und auch so, auch nochmal eben auf diese Sprachenvielfalt am Anfang, diese italienisch, französisch und sonst wie Sätze zu kommen, auch das funktioniert, weil ja auch der Film als solcher nochmal eine eigene Bildsprache mitbringt oder eben auch den Sound eben dieses Sprachengewirrs, um das es ja eigentlich in der Situation da geht, um das zu illustrieren. Da ist es dann eigentlich tatsächlich ziemlich schnurz, ob man jetzt im Detail so ein Grazie Signor, was ja Spanisch und Italienisch eigentlich vermischt, streng genommen, das hört, glaube ich, so ein durchschnittlicher Filmzuschauer, der, nehmen wir mal an, den Film zum ersten Mal sieht, vielleicht gar nicht zwingend so im Detail. Also das hört sich vielleicht auch ein bisschen weg. Also da muss der Gesamteindruck passen. Bei uns war eben dann auch an einer Stelle der Eindruck, dass die 52er-Fassung vielleicht ein bisschen besser läuft. Aber also so einig konnte man sich da nicht sein. Auffällig ist natürlich, dass die Längen differieren und die Überlegung stand auch erstmal noch so ungeprüft im Raum, ob das denn vielleicht mit der Lippensynchronisation zusammenhängt und ob man da zu den unterschiedlichen Zeiten, also 52 und 75, unterschiedliches Gewicht draufgelegt hat. Also ob es einem wichtiger war, es knackig zu machen, eben niemals. Das wäre uns ganz neu. Naja, gut, das ist kein so ein gutes Beispiel als dieses, eben dieses, was vorhin als Höflichkeitsformel angesprochen wurde. Ob man also wie 52 eher knapp sagt, bitte fragen Sie Rick, ob ein Glas mit uns trinkt, oder etwas umständlicher ja eigentlich und insofern auch länger und vielleicht schwieriger lippensynchron, bitte würden Sie Rick fragen, ob er ein Glas mit uns trinken möchte, also mit Modalverb. Das sind so ein paar Punkte also gewesen, die uns aufgefallen sind, aber man könnte jetzt auch nicht so top oder top sagen, ganz klar, 75, da hat man eine sehr viel bessere und modernere Auffassung gehabt. So ist es. Sehr gut, das ist ja schon mal, das gefällt mir ja schon mal, dass zumindest das nicht so eindeutig rauskam. Mir ist noch eingefallen, was ich natürlich vergessen habe, für diejenigen unter uns, die den Film vielleicht doch nicht kennen.
Er spielt eben auch 1900 in den 40er Jahren in Casablanca und die ganzen Leute sind eben bunt durch die bunt gewürfelte internationale Flüchtlinge. Darum das Sprachenvielfalt und darum eben die Geschichte, die erzählt wird, dass das reiche Europäer in auf der Flucht in Nordafrika niedrigste Jobs ausführen müssen. Also das noch zum Hintergrund, warum sind das Sprachen? Wir sehen ja auch im Bild eine Chinesin, die jetzt gar keinen Text hat, aber es zeigt dem amerikanischen Publikum, die ganze Welt ist geflüchtet und hängt in Casablanca und hofft auf den Clipper nach Amerika. Also ist Flüchtlingssituation in Nordafrika auf dem Sprung nach Amerika. Sehr gut, das war jetzt gerade, du warst Gruppe 3, Ingrid, ne? Genau, dann wäre jetzt noch Gruppe 4. Habt ihr noch was zuzufügen oder ist schon alles erwähnt worden? Dann würden wir zum Abschluss dieser Sache kommen können. Ich versuche so ein wenig, weil wir haben es mittlerweile schon 20 nach 12. Dass wir noch einen zweiten Breakout-Raum machen, ist damit eigentlich schon gestorben. Aber also vielleicht noch Gruppe 4. Gibt es noch was? Sonst? Ich würde ganz kurz dann gerne auch danach noch was sagen. Okay, dann vielleicht ich noch schnell zu Gruppe 4, wenn kein anderer was will. Also hört man mich? Ja. Okay. Also eigentlich haben wir ähnlich wie die anderen auch erst Technikprobleme und dann mal versucht, uns durchzuwurschteln. Also was wir jetzt noch hinzufügen könnten, wäre, dass uns aufgefallen ist, der Unterschied zwischen einer Neuübersetzung beim Buch und einer Neuuntertitelung beim Synchronisation beim Film ist. Ich weiß nicht mehr, wer es bei uns gesagt hat, ein Buch entsteht aufgrund des Textes ja vollständig in der Fantasie des Lesers. Das heißt, wir können sprachlich modernisieren. Und da ist uns aufgefallen, dass es ausgehend von der Feststellung, dass wir gedacht haben, die 52er-Version ist vielleicht ein bisschen betulicher, ein bisschen fremder für uns, dass man aber auch nicht bei einem Film beliebig modernisieren kann. Also man kann die Menschen nicht moderner reden lassen, wenn sie gleichzeitig aussehen wie 1942. Also dass da diese Diskrepanz nicht zu groß werden darf zwischen dem sprachlichen Anpassen an heutige auch Übersetzungsgepflogenheiten und dem, was man eigentlich sieht. Also dass der Übersetzer in seiner Freiheit, auch in seinen grundsätzlichen Entscheidungen noch mal stärker eingeschränkt ist als bei einem Buch. So, das wäre eigentlich das, was wir noch hinzufügen könnten. Ja, das ist auch ein guter Gedanke, den ich auch einbringe. Also wenn damit jetzt ungefähr das Bild aus den vier Gruppen kam, kann ich jetzt ja vielleicht, um das irgendwie abzurunden, da jetzt noch meinen Senf zu geben. Ich hatte auch aus dem Film Casablanca, zu dem wir jetzt ja nicht mehr kommen werden, auch einen Clip, wo es gerade um dieses Modernisieren geht, wo die 75er-Fassung konträr zum Film geht und dem Film eigentlich sehr schadet, das Siezen und Duzen. Was ja grundsätzlich immer für alle Übersetzungen aus Sprachen wie Englisch oder den skandinavischen Sprachen, wo zwischen diesen Anredeformen nicht unterschrieben wird, das kennen wir alle. Das ist, ob das Buch oder Film ist, egal. Wir müssen immer wissen, wie kriegen wir es hin. Und die 75er-Fassung hat sich eindeutig moderner da erwiesen. Und die 52er, also es gibt in dem Film auch eine Liebesgeschichte, und zwar trifft sich ein Liebespaar wieder, das sich vor dem Krieg in Paris ein Liebespaar war, und sie treffen sich wieder und sie ist verheiratet mit einem anderen Mann. Und in der 52er-Fassung ist das wunderbar durchgespielt, dass die beiden sich, die waren ein intimes Liebespaar vor dem Krieg und jetzt ist sie mit dem anderen verheiratet, sie duzen sich nur, wenn sie zu zweit sind. Sobald dritte Leute dabei sind, siezen sie sich. Was für die Haltung, die Geisteshaltung von 1942 absolut stimmig ist. In der 75er-Fassung duzen die beiden ehemaligen Liebhaber sich die ganze Zeit. Aus der Logik von 42 sagt sie ihrem Ehemann dadurch, ich war mit dem Typen schon im Bett, würde keine Frau 1942 gemacht haben. Aber da zeigen sich solche Feinheiten, wo es eben, man kann nicht einfach das moderner machen, wenn das der, es ist ein zeitgebundener Film, der spielt im Zweiten Weltkrieg. Das muss er irgendwie berücksichtigen. Darf ich da ganz kurz was dazu sagen? Oder erst nachher? Nee, gerne. Ich weiß jetzt gar nicht, wer was sagt, aber gerne. Katharina ist es. Ich war zwar in der zweiten Gruppe, aber ich habe zuerst gedacht, ich soll Casablanca anschauen. Und ich möchte aber noch einwerfen,
das, was du gerade erzählt hast von Du und Sie, ich finde, in der Version von 1975 ist es durch das Spiel vollkommen deutlich, dass eine totale Distanz trotzdem mühsam aufrechterhalten wird. Man kann dich nur schlecht verstehen, wenn du deutlicher reden. Ich sagte, weil Andrea meinte, dass Du und Sie wäre so ausschlaggebend, da bin ich nicht einer Meinung, denn ich finde in der 1975er Version, dadurch, dass sie sehr viel schauspielerfreundlich ist und sehr viel runder ist und auch von diesem wunderbaren Schauspieler, der den Ober spielt, auch selbst synchronisiert wurde. Nein, da vertust du dich, das ist er nicht. Die haben nur einen Österreicher genommen, dass er den Wiener... war das schon lange tot, leider Gottes. Dann ist es eben ein guter Österreicher, wie auch immer. Im Original, der ähnelt sehr dem Original Schauspieler, der Synchronisator von 1975 und ist dadurch viel, viel besser. Das Ganze ist runder. Und was ich eigentlich ausdrücken wollte, ist es nicht, wer recht hat, sondern für mich ist es das Spiel, das in 1975 Version vollkommen glatt geht, mit dem, auch wenn sie Du sagen, in dieser Szene, oder hier sagen sie es ja eben gar nicht. Das ist eine andere Szene, von der ich sprach. Die hast du jetzt nicht gesehen. Ja, ich kenne Filme und auswendig. Ich weiß, welche Szene du meinst. Sehr gut. Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass das Spiel eben auch seinen eigenen Verlauf hat und dass man viele Dinge in der 1975er Version, finde ich, besser gelöst hat, weil sie das Spiel besser unterstützt. Das wollte ich sagen. Völlig, völlig. Also ich meine, ich habe ja in der Einführung schon gesagt, die 1975er Fassung ist die berühmte ikonisch. Also jetzt, was wäre das akustische Äquivalent zum Ikonischen? Das ist die sich eingeprägt hat. Trotzdem bin ich absolut der Meinung, was auch schon vorherige Gruppen gesagt haben, man kann nicht einfach sagen, die 75er ist besser und die 52er ist schlechter. Andrea, darf ich auch noch was sagen dann? Jetzt oder nachher? Oder? Also, ja, dann sag du, dann bin ich nachher noch, ja. Also ich würde gerne einfach nochmal, weil ich den Beitrag jetzt sehr interessant fand, auch unter dem Aspekt dieser Fragestellung von heute, was können Prosa-Übersetzerinnen von Filmleuten, Filmuntertitlern und Synchronisierern lernen. Es wurde ja eben nur gesagt, dass dieses 75 besser läuft. Und man könnte sich ja auch fragen, warum es besser läuft. Und da kommt man genau zu den Punkten, die gestern der Lorenz Hippe erwähnt hat. Also wie schließt eine Replik an die nächste an? Also ich finde es, ich baue das jetzt nicht aus, ich nenne nur eine Stelle. Das kann sich ja jeder anschließend nochmal angucken. Ich finde es sehr interessant, dass es im Original ungefähr in der Mitte deiner Seite da heißt, Madame, he never drinks und so weiter, ja? Ja. Diese Anrede mit Madame wird 52 mit Bedauere aufgegriffen. Das fällt dann 75 flach. Also da wäre für meine Begriffe dieses Bedauere sozusagen, wenn man mit besser und schlechter argumentiert, das Bessere. Aber 75 gibt es viel, so dieses so und solche Sachen. Auf sowas könnte man sich diese Texte auch mal anschauen. Ja, soweit. Um vielleicht jetzt, wenn ich jetzt das ein klein wenig nur noch gruppieren will, also wir haben einmal festgestellt, 75 ist wortlastiger. Da hat sich das ist ein Wandel in der Synchronart, so wie die Schauspieler damals in den 40er Jahren, in den 30er Jahren, noch in den 50er Jahren mehr von der Bühne kamen und einen gepflegteren Schauspielstil geprägt haben. Es wurde auch in den Filmen langsamer gesprochen und in den modernen Kino wird schneller gesprochen, sprechen auch Synchronsprecher schneller und denen werden von den Synchronautoren und Textern mehr Text in den Mund gelegt. Das ist hier ein Punkt, wo jetzt ganz objektiv betrachtet die 52er Version näher am Original ist. Wir sehen ja, dass im Englischen auch sehr wenig Text ist. Die 75er wird ein wenig geschwätziger. Dadurch hat sie was Gefälliges, aber sie fügt eben eine gewisse Geschwätzigkeit auch hinzu. Das Beispiel mit dem Bedauere, was jetzt Evelyn gebracht hat, da fügt die 52er was hinzu, aber es ist ja eine Sprachformel, die den Ausdruck oder den Kern der Aussage nochmal verstärkt. Also würde ich auch als positiv ansehen. Ich finde, in jeder Szene sind mehrere Stellen, wo die 52er der 75er auch überlegen ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, auf die völlige Fehlübersetzung von Pastry Chef als Chefkonditor in unserer Küche.
Das ist natürlich ein kompletter Übersetzungsfehler. Der Chef ist ja der, ist ja nicht ein es ist ja kein deutscher Chef, sondern das ist der englische Kochbezeichnung. Die Tatsache, wir haben vorhin mal über diese Stelle geredet, dass dieser Satz, der im Englischen eine Frage ist, 52 als Aussagesatz und hier wieder als Frage formuliert würde, da finde ich im Zusammenspiel mit der Filmszene die 52er Aussage treffender, weil wir haben es hier mit einem etwas arroganten, ehemals Oberschichtsmenschen zu tun, der stellt keine wirkliche Bitte, der formuliert an den Ober in seiner Stimmhaltung, Sprechhaltung ganz klar einen Auftrag. Da redet ein ehemaliger Bankier mit einem Ober und erteilt dem freundlich, aber er erteilt ihm eigentlich eine Aufforderung. Sorgen Sie doch mal, dass der an unseren Tisch kommt. So. Das sind natürlich jetzt wieder Kleinigkeiten, die der Text nicht hergibt, sondern die man dann aus dem Studium der Körpersprache und des Schauspiels irgendwie gibt. Andererseits finde ich diesen Satz, da steht uns noch allerhand bevor, aus der 75er-Fassung unglaublich gut. Dieser Satz, dieser deutsche Satz ist geprägt aus der Kenntnis dessen, was dem Deutschen Reich und der deutschen Bevölkerung und den Flüchtlingen daraus ab 42 noch bevorgestanden hat. Und das ist etwas, was 1952 ganz bewusst abgeschwächt wurde, um da gar keine Assoziation aufkommen zu lassen. Und das ist auch nicht schlecht, na, das verspricht allerhand, aber da steht uns ja noch allerhand bevor, bringt das eigentlich das, was die Szene im Film sagen will. Guckt euch mal, ne, so enden die Mächtigen, wenn sie auf der Flucht in Nordafrika stranden, bringt das auf den Punkt. Also jetzt Übersetzungsfähigen, wie wird das übertragen? Haben beide Fassungen haben ihre Vor- und Nachteile. Also das sollte eigentlich auch das Ergebnis sein. Tu veux écouter la musique? C'est bon. Tu sais qu'on a un gros problème avec le rock en France? Quoi? Enno, le chanteur des Négresseurs, par exemple. On a toujours comparé avec le leader des Pogues, mais entre Enno et McGowan, il y a une grosse différence. Mm-hmm. Tu sais ce que c'est? Non. C'est la vision. Lui, Enno, il est complètement cinglé, ce mec, c'est ça qui le rend rigolo. Par exemple, j'ai arrêté de le voir en concert, il est sorti complètement éclaté du concert. Il était comme ça. Il s'est tombé comme ça. Ça va? Ouais. Il s'est tombé droit comme un piquet. Tout le monde criait, non, arrête Enno, t'es en train de tout foutre en l'air, fais pas ça. Les gars, si, il s'est foutu en l'air. Il s'est suicidé. Ben non. Dommage d'ailleurs, le dimanche d'après, il passait chez Jacques Martin. Pour te dire. Voilà. C'est Frank Black. Frank Black. Black Francis. C'est le leader des Pixies. Je l'aime bien à cause de sa bouille. C'est quoi sa bouille? Son visage. Sa bouille. Et aussi pour sa culture. Le mec, je suis quasiment jaloux de lui, quoi. C'est magnifique. Tu veux écouter de la musique? C'est bon. Tu sais qu'on a un gros problème avec le rock en France? Quoi? Enno, le chanteur des Négresseurs, par exemple. On a toujours comparé avec le leader des Pogues, mais entre Enno et McGowan, il y a une grosse différence. Tu sais ce que c'est? Non. C'est la vision. Lui, Enno, il est complètement cinglé, ce mec, c'est ça qui le rend rigolo. Par exemple, j'ai arrêté de le voir en concert, il est sorti complètement éclaté du concert. Il était comme ça. Il s'est tombé comme ça. Ça va? Ouais. Il s'est tombé droit comme un piquet. Tout le monde criait, non, arrête Enno, t'es en train de tout foutre en l'air, fais pas ça. Les gars, si, il s'est foutu en l'air. Il s'est suicidé. Ben non. Dommage d'ailleurs, le dimanche d'après, il passait chez Jacques Martin. Pour te dire. Voilà. C'est Frank Black. Frank Black. Black Francis. C'est le leader des Pixies. Je l'aime bien à cause de sa bouille. C'est quoi sa bouille? Son visage. Sa bouille. Et aussi pour sa culture. Le mec, je suis quasiment jaloux de lui, quoi. C'est magnifique. Ça s'écoute pas.
denke, ganz kurz sollten wir noch die Sprecher der anderen vier Gruppen zu Wort kommen lassen. Ich glaube, der Fall ist nicht ganz so komplex und vielleicht haben wir da auch sehr ähnliche Ergebnisse. Ja? So, genau, dafür öffne ich jetzt hier gerade wieder die Datei. Die müsstet ihr jetzt wieder alle sehen. Da ist leider der Nachteil, dass sich das über zwei Seiten teilt. Und wenn ich das nebeneinander mache, ist das zu klein. Aber so, da hätte ich jetzt auch hier wieder die Bitte aus der ersten Gruppe zum zweiten Clip, der Gruppe 5, ob da jemand sagen kann, was euch vielleicht aufgefallen ist. Andrea, der geteilte Bildschirm zeigt immer noch Casablanca. Wie mache ich denn das jetzt? Bei mir, ich sehe jetzt schon das andere. Sie befinden sich in der gemeinsamen Bildschirmnutzung. Vielleicht einmal stoppen, den geteilten Bildschirm, und dann nochmal, dann kann man wieder das Fenster sehr gut auswählen. Sehr gut, sehr guter Tipp, danke. Und jetzt gehe ich wieder ins Bildschirm freigeben. So, seht ihr es jetzt? Ja. Gut. Dann jetzt jemand aus Gruppe 5 vielleicht? Weiß noch jemand? Das Original ist bei dem nicht vorhanden. Nein, weil ich ja nur die Untertitellisten habe. Hier vielleicht bevor wir jetzt da nur für diejenigen, die diesen Text sich noch gar nicht angeguckt hatten, also vorhin bei Casablanca hat es ein Transkript gegeben, was ich selber erstellt habe. Hier habe ich die von den beiden Firmen Subs hier, die Hamburger Firma und Titra Film, ich glaube, das war Titra Film Wien, weiß ich jetzt nicht genau, oder Amsterdam, wahrscheinlich eher Amsterdam, erstellten Untertiteldateien. Eine Untertiteldatei besteht ja immer aus mehr, also in Druckform, aus mehr als nur dem übersetzten Text. Wir haben hier die Untertitelnummer, dann haben wir einen 8-stelligen Timecode in, wo der Untertitel eingeblendet wird, einen 8-stelligen Timecode out und die Standdauer, das ist eine Sekunde und 12 Bilder. Darunter kommen dann die ein- oder zweizeiligen Untertitel. Ich habe, was man jetzt ganz allgemein, davon dürft ihr euch also jetzt nicht verwirren lassen, man muss sich jetzt auf den Text konzentrieren, was diese Technikzeile aber schon anzeigt. Wir sind an derselben Stelle im Film, aber hier sind wir bei Untertitel 745 und hier bei Untertitel 628. Wir sehen also, das sehen wir auch in dem weiteren Verlauf, hier werden mehr Untertitel, hier gibt es mehr kurze Untertitel und hier gibt es weniger dafür länger stehende Untertitel. Das ist also jetzt eine Unterscheidung, die uns diese Untertiteldatei noch ermöglicht. So. Sprecherwechsel im Untertitel, das wisst ihr alle, weil ihr alle Kinogänger seid, werden durch Spiegelstriche angezeigt. Entweder, dass jeder Sprecher einen Spiegelstrich kriegt oder nur der Wechsel wird durch einen Spiegelstrich erwähnt. So, und ja, das vielleicht nur vorweg. Und den Originaltext habe ich nicht vorzuweisen, über den verfüge ich nicht. Da habe ich kein Transkript, ich habe ja an dem Film nicht gearbeitet. Und die Situation eben nochmal, es ist eine Art Flirtgeschichte. Dieser libanesische Flüchtling, die junge Frau in Paris, hat ein erstes Date mit einem jungen Mann, der mit ihr über seinen Musikgeschmack redet und so. So, dann jetzt vielleicht jemand aus Gruppe 5? Ja, ich kann das machen. Also was... Anja, ja, hallo. Ja, hallo. Was ganz deutlich wird, was diese fünf Szenen des Dialogs, wer hier, also diese Bewegung, wer führt, wer folgt, das ist eindeutig der Junge, der die Plattensammlung zeigt, der eigentlich fast die ganze Zeit redet. Und da wird aber oft deutlich bei der Titra-Version, dass er nicht wirklich mündlich redet. Irgendwie. Also fast hatten wir den Eindruck, also steht viel im Präteritum. Es gibt auch so Begriffe, oder dieses Frankreich hat Schwierigkeiten mit der Rockmusik zum Beispiel, was sich gar nicht mündlich anhört. Es gibt auch Begriffe wie Führer, ich weiß, das steht wahrscheinlich auf der zweiten Seite, ja, für den Bandleader sozusagen. Zu dem Schluss kam, das würde ein muttersprachlich deutscher Übersetzer nie schreiben, also da Führer, das ist, vielleicht ist es jemand, der nicht Muttersprachler war, der in der Titra-Version übersetzt hat, also
Wir hatten eine Stelle, wo wir gesagt haben, das ist die Stelle mit der Visage. Visage fanden wir besser als Fratze. Genau, das wäre allerdings interessant, was, das ist die Subversion, stand Visage, was in der französischen Version gesagt wurde. Wir hatten es alle nicht mehr präsent und konnten das dann aus technischen Gründen nicht nochmal anschauen, weil Visage im Deutschen eigentlich ganz lustig diese negative Konnotation hat, während im Französischen das normale Wort für Gesicht ist, was vielleicht bei Untertitelung zu Verwirrung führen könnte. Also, Bui, genau, also das haben wir uns gedacht, dass er jedenfalls nicht Visage sagt da irgendwie. Eigentlich ist es dann eine ganz gute Übersetzung, aber in dieser Kombination tatsächlich ein bisschen originell. Eine Sache, die wir bei der Titra-Variante tatsächlich besser fanden, war vielleicht der Begriff Vision, wo auch immer das jetzt war. Da steht im Deutschen Vorstellung, was im Zusammenhang, steht in der anderen Version Vorstellung. Da ist es bei 6,34. Ja, Vorstellung. Da der Held ja so ein bisschen faselt, passt Vision unserer Meinung nach fast besser als Vorstellung, was im Zusammenhang mit Bands und auch zu einer falschen Vorstellung führen kann, nämlich dass es da um Auftritte oder sowas geht. Also dieser Begriff Vorstellung so an sich, so alleine stehend in der Subversion ist da nicht so ausdruckskräftig, fanden wir. Aber das war die einzige Stelle, wo wir es so gesehen haben. Sonst hätten wir uns eindeutig für die Subversion entschieden. In dem Fall. Das war's. Sehr gut. Glaube ich. Danke. Aus Gruppe 6 gäbe es noch Rückmeldungen vielleicht? Wisst ihr noch, wer in Gruppe 6 war? Anja, wenn du dich wieder stumpf verschalten könntest. Ja, mache ich, Entschuldigung. Aber versucht hier gerade irgendjemand Kontakt aufzunehmen? Sonst Gruppe 7, also wer hat noch über... Hat da versucht, einer sich zu melden? Ich habe mich gerade schon verabschiedet, aber ich kann noch ganz kurz was zu Gruppe 6 sagen. Also wir haben uns im Prinzip, haben ähnliche Sachen festgestellt, dass die Titra-Version eben etwas gestellter klingt, nicht so dem natürlichen Sprachfluss angeglichen. Und mir persönlich erschien es aber so, dass wenn man die Originalspur gehört hat, dann hat gewissermaßen konnte man Titra besser wegblenden und konnte sich mehr auf den Originalsound konzentrieren, weil es gefühlt kürzer war. Ja, das will ich jetzt auch. Jetzt hören. Das bin ich ja baff. Weil ich meine, du siehst ja, dass der Titra-Film erheblich textlastiger ist. Die Übersetzung ist viel, viel länger. Ja, aber okay, ich schränke gern ein, dass das auch sein kann, weil ich das jetzt als zweite Version gesehen habe. Jedenfalls, dann kannte man es schon, dann kannte ich das schon. Jedenfalls hatte ich so das Gefühl, ich konnte mich besser auf die Originalspur konzentrieren. Aber ich will das jetzt gar nicht nur, ich möchte das jetzt eben hervorheben, du hast die Version besser gefunden, weil du besser die auf die Originalfassung... Nee, nicht besser, das war jetzt keine Wertung, das war einfach nur Beobachtung. Nein, dass du dich besser auf die Originalfassung einstellen konntest. Das habe ich nicht wertend gemeint. Also das ist ja auch nicht der Sinn von einer Untertitelung, das wäre jetzt nichts, was ich als wertend beschreiben wollte, das war einfach nur als Beschreibung gedacht. Ja, aber die Beschreibung war, dass du dich mit der Titra-Fassung besser auf die Originalfassung konzentrieren kannst. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, ich habe es ein bisschen negativ ausgedrückt. Ich konnte die Titra besser wegblenden. Genau, das meine ich ja. Okay. Das meine ich ja. Das wollte ich jetzt nur so im Raum stehen lassen. Also wir machen ja keine Untertitel für Leute, die Französisch können. Die Untertitel werden ja für Leute gemacht, die kein Französisch können. Ich wollte das jetzt nur mal einfach so im Raum stehen lassen. Natürlich. Sehr gut, genau. Hätten wir vielleicht noch andere, die sich zu dem Filmausschnitt noch äußern können? Nicht, dass uns jetzt hier alle langsam wegbrechen. Also ich könnte noch aus Gruppe 7 berichten, wenn ihr wollt. Ja, wir hatten noch, also vom Prinzip haben wir die gleiche Diskrepanz festgestellt, was das Umgangssprachliche betrifft und die Lockerheit und so. Wir haben uns dann an einer Stelle länger aufgehalten, wo
unseren Augen eklatanter Unterschied in der Interpretation besteht. Mhm. Und das ist die Stelle, wo der bei 6,35, 6,37 ungefähr, oder warte mal, ja. Also die Stelle, wo jedenfalls, wo er berichtet, er war im Konzert, 6,36 ist das auf der linken. Ja, hier linken. Mit dem Cursor. Seht ihr meinen Cursor? Ich hoffe doch, ne? Meine Maus, seht ihr? Ich war mal im Konzert bei ihm, danach war er total high. Und das ist in der anderen gar nicht erwähnt. Da wird nur gesagt, ich sah ihn live. Er kam raus und sah so aus. Und dann wird nur sozusagen das Bild gezeigt und gar nicht benannt, was dieses Schwanken und diese, was die Figur da darstellt, bedeutet. Und das ist natürlich, wir haben dann leider alle nicht verstanden gehabt, was im Französischen gesagt wurde, ob davon Drogen oder sowas die Rede ist überhaupt oder nicht. Ich persönlich fand das die Lösung von Titra besser, weil die einfach das offen lässt und weil das auch besser zu dem Bild passt. Aber wenn jetzt im Französischen gesagt wird, er war high oder er hat Drogen genommen, dann ist natürlich die Subversion besser. Aber ja, das ist eben einfach so ein eklatanter Unterschied gewesen. Benennt man sowas oder lässt man es eben offen und nutzt das Bild zur Kommunikation. Auch ein sehr guter Hinweis, auf den ich jetzt schon direkt schnell eingehen werde. Also an der Szene wird nicht irgendwie das gedeutet. Die Titra-Version bleibt an dem, was gesagt wird. Aber man muss als Untertitler natürlich immer berücksichtigen, was ich ja gemeint hatte, die Bildspur wird ja beeinträchtigt. Die wird ja nicht nur beeinträchtigt, dass durch die Untertitel etwas abgeblendet wird, sondern das Auge des Betrachters wird gelenkt. Und man muss manchmal auch bei den Untertiteln mit berücksichtigen, es passiert etwas oberhalb der Untertitel, was keiner wahrnimmt, weil wir mit den Augen am Untertitel hängen. Von daher die Entscheidung, dass ein hier oder so vielleicht dann gesagt wird, zum Beispiel, es kann sein, stell es hier hin, dass man dann sagt, stell es auf den Tisch, einfach um es auch im Untertitel für jemanden, der liest und diese Geste vielleicht verpasst, verdeutlicht. Das sind manchmal, also das war, ist hier gemacht worden, dass quasi in der Subs-Version versucht wurde zu beschreiben, verbal zu beschreiben, was der Eindruck war. Man sitzt im Konzert und der Typ kommt stoned oder high irgendwie raus, weil man sich nicht darauf verlassen wollte, dass die Geste eindeutig ist. Also das ist eine freie Entscheidung, aber es ist wirklich, es geht über das Gesagte hinaus. Es ist eine Interpretation zur Verdeutlichung. Ob man das gut oder schlecht findet, ist dahingestellt, aber es ist wirklich der Versuch, es deutlicher zu machen. An der Stelle vielleicht noch auch noch ein kleiner Genre oder Genre ist jetzt der falsche Ausdruck, aber disziplinübergreifender Einwurf bei Audiodeskription, also Untertiteln oder Beschreiben für Blinde. Ist man ja auch gezwungen, genau sowas zu machen. Also zwar den Zuschauer, die Zuschauerin bis zum gewissen Grad zu bevormunden, wenn man so will, weil man seine eigenen Interpretationen natürlich anbietet. Aber sonst würde man doch sehr in der Luft hängen. Also wenn ich jetzt hier das nur so lese oder auch aus meinem Empfinden eben, wenn ich jetzt, Französisch kann ich nicht gut genug, ich bin auf die Titel angewiesen und auch darauf angewiesen, mich zu konzentrieren und da kriege ich die Gestik nicht mehr so mit. Also da ist es mir persönlich gesprochen jetzt erstmal tatsächlich lieber, ich kriege so eine Handreichung, also die mir sagt, was gemeint ist. Nur so als es ist wahrscheinlich, muss immer von Fall zu Fall abgewägt gewogen werden. Ne? Ja. Ja, aber es ist auch ein guter Hinweis, weil da wir eben audiovisuell sind und nur die Tonspur übersetzen, aber die Bildspur ist da, ist das ein Zusammenspiel, was ihr in der Buchübersetzung so nicht kennt. Das sind Fragen, die gibt es bei euch so nicht. Also ab wann muss man interpretieren, vielleicht noch darüber hinausgreifen. Wir haben, glaube ich, noch die Gruppe 8. Hätten wir da noch eine Wortmeldung? Beate wollte. Ist sie noch da? Beate muss ihr Mikro anmachen. Aber mein Bild nicht. Sieht man, hört man nicht? Ja. Wir sehen dich und wir hören dich. Alles klar. Also unsere Gruppe konnte eigentlich wenig Gutes oder eigentlich gar nichts Gutes an der Titra-Version finden. Wir hatten auch das Gefühl, dass es nicht von einem Muttersprachler übersetzt wurde, dass in der Subs-Version die Jugendsprache viel besser rüberkam, dass weniger Untertitel waren, also man konnte dem leichter folgen, dass
die Sprache der Figur viel näher kam, also der Körpersprache dieses Jungen, weil es eben modern war und viel bewegter, viel knapper, viel knackiger. Und wir haben einfach grobe Irrtümer bei der Titra-Version festgestellt, wie zum Beispiel Fratze. Das hat eine negative Konnotation fürs Deutsche und Bui ist ja eher was Sympathisches, wobei wir da auch mit Visage nicht ganz einverstanden waren, aber auch keine bessere Lösung hatten. Darüber müsste man ein bisschen brüten, weil ja auch Visage auf Deutsch eher negativ rüberkommt. So, also wir fanden, die Subs passt viel besser zum Bild, zum Tempo, zum Register, ist viel heutiger. Das war unser Fazit. Sehr gut. Und war das jetzt die letzte Gruppe? Ja, ne? Ja, das war die letzte Gruppe. Ja. Von daher, auch das freut mich wieder. Man kann sich doch auf seine Übersetzer verlassen. Das war eben auch, also bei dem Beispiel, bei diesen beiden Untertitelungen, würde ich auch sagen, es ist relativ einfach zu sagen, was eine gute, eine gelungene Untertitelung ist und was eine nicht gelungene ist. Ich persönlich glaube nicht, dass es von einem Nicht-Muttersprachler gemacht wurde, die Titra-Übersetzung. Ich glaube, das ist eine klassische Praktikanten, also ein Nicht-Profi, ein unerfahrener Mensch, der sich da nicht so viel Gedanken drüber gemacht hat. Das ist mein Eindruck. Abgesehen davon, dass es auch ein paar Tippfehler oder so gibt, vielleicht nicht in hier diesem Ausschnitt, sondern in anderen. Ich finde, was man vor allen Dingen in dem Vergleich, wenn man das nebeneinander sieht, sehen kann, und deswegen hatte ich das eben ausgesucht hier für diese Veranstaltung, man sieht, dass die Antje Habeck von SAPS sich die erstellt auch im Deutschen einen Text. Das wird ein Dialog, genauso wie wir das jetzt schon eben hatten. Das ist ein Text, den man lesen kann und dem man folgen kann, wenn man weiß, wer die Sprecher sind. Der französische Text ist verwirrend. Der Titra-Text ist komplett verwirrend. Es wird gar nicht genau klar, was ist die Sprechhaltung, worum geht es da, was soll ausgesagt werden, abgesehen von Führer und von diesen ganzen anderen Sachen, was da noch andere Ausrutscher sind. Ich kann eben nur berichten, dass bei dieser Veranstaltung, wo ich eben erst als Dolmetscherin der Regisseurin auf der Bühne stand, dann in die Kabine gehe und die Untertitel schalte und währenddessen merke, das sind aber keine Subs-Untertitel, das ist in jeder Form, Sprachregister, Übersetzungsniveau, Häufigkeit, man kann ja hier eben sehen, das sind alles unglaublich kurze Untertitel, wenn ihr meine Maus sehen könnt. Also ich weise darauf hin, das ist immer einsekündige Untertitel, das ist im Deutschen furchtbar. Mit unserer Sprache, mit den langen Worten, wir brauchen mehr Zeit zum Lesen. Das ist ein englisches, ich würde sagen, ich erkenne daran, das ist ein englisches geliefertes Timing, ein sogenanntes Template gewesen, in dem irgendjemand gesagt hat, hau da mal eben eine deutsche Übersetzung rein. Womöglich ist es gar nicht aus dem Französischen übersetzt, sondern aus dem Englischen, aus der Relay-Sprache. Und das Ergebnis ist eben so, dass als ich nach der Filmvorführung aus der Vorführkabine rauskam, stand das Publikum Schlange und hat mich beschimpft, dass das für schlechte Untertitel seien. Es ist wirklich Untertitel, die zum Verständnis des Films nicht helfen. Man ist komplett verwirrt. Und auch ich kann Französisch, ich habe immer da gesessen und gesagt, was steht da, wo reden die? Es passt irgendwie nicht zusammen. Sie taugt am besten für das, was vorhin die Kollegin sagte. Bei denen sagt man einfach, guck gar nicht mehr auf die Untertitel, hör den französischen Film und genieße ihn. Es ist also wirklich eine missglückte Kommunikation zwischen Film und Publikum, dass die Dialoge nicht wirklich rüberkommen. Das wollte ich hier dran gezeigt haben. Und die Beispiele, die ihr alle aufgezeigt habt, das ist genau das, was ist eine gute Übersetzung und was ist eine weniger gelungene Übersetzung. Also bei dem Beispiel traue ich mich zu sagen, da kann man auch werten. Das ist abgesehen von den ganzen technischen Aspekten, die jetzt vielleicht nur Filmuntertitler sehen, aber auch Übersetzer erkennen, was an der Stelle, was da weniger gut ist. Ich würde wieder aus dem Bildschirmnutzung rausgehen und wir haben jetzt 10:50. Wir sind erheblich länger als gedacht. Gäbe es aus dem Plenum noch Sachen, die ihr noch sagen wollt, was ihr noch auf dem Herzen habt. Evelyn und Gabi, ihr wollt wahrscheinlich auch noch irgendwas abschließen. Wir wollen eigentlich nur die Runde schließen, also aus meiner Sicht. Und ich glaube, wir haben viel im Kopf. Wenn wir jetzt ganz dringend etwas zu sagen hätten, der Chat wird leider gelöscht in dem Moment, wo wir aus dem Zoom
aussteigen. Falls sich jemand noch was aufschreiben möchte, sollte er sie das vielleicht ganz schnell tun. Und sonst, ja? Ich überlege gerade, kann man das nicht? Ich kopiere das jetzt mal eben alles und kopiere es dann in eine Word-Datei. Andrea, darf ich kurz was sagen? Ja, gerne. Ich weiß man nicht. Kann den Chat speichern, und zwar neben dem Chat befinden sich drei kleine Punkte, und wenn man da drauf geht, gibt es die Möglichkeit, auf Speichern zu klicken. Dann braucht man gar nichts kopieren und nichts. Das ist in 2 Sekunden gemacht. Was ich hiermit getan habe, danke sehr. Gerne. Ich habe dermaßen viel gelernt über die Technik dank dieser Veranstaltung. Bis zur letzten Minute. Danke, Ingrid. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Andrea, für diese Einführung in die Parallelwelt der Filmübersetzung. Für uns wirklich etwas anderes. Und ja, die Einführung also in die vielen Modalitäten, die wir nicht zu bedenken haben. Und gleichzeitig gibt es doch viele Parallelen. Und ich denke, diese Zwänge der Kürze und der Standdauer, das ist angekommen bei uns. Und wir können uns das überlegen und versuchen, zunutze zu machen, auch für die Prosa-Übersetzung, und vielleicht beim nächsten Film sehr stark darauf achten, wie wurde das denn gemacht, wenn wir einigermaßen auch die Originalsprache verstehen oder auch gar nicht. Einfach ein stärkeres Achten auf die sprachlichen Tricks der Synchronisatoren beziehungsweise vor allem der Untertitler. Tausend Dank für die Experimentierfreude mit der Technik. Es wäre schön, wenn wir jetzt noch den Nachmittag hätten. Ja. Aber vielleicht ist das dann schon der Anstoß für ein weiteres Seminar, wo wir uns das nochmal vornehmen. Ich glaubte ja erst, wir könnten viel, viel mehr Ausschnitte sehen und das würde alles schneller und flotter gehen, aber es ist halt so, wie es ist. Ich habe, was ihr gesehen habt, gibt es ja noch den Bonus-Clip. Und der Bonusclip sollte eigentlich, der wäre jetzt, wenn wir in der Veranstaltung gewesen wären, das Letzte, was dann über die Leinwand gegangen wäre. In Casablanca gibt es auch noch einen, etwas, was ich euch mit auf den Weg geben will in diesen Corona-Zeiten. Wir verabschieden uns ja sonst immer mit "Bleibt gesund". Da hat Casablanca doch eine schönere und auch schöner gespielte und vorgetragene Version. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch zum Abschied noch diesen Bonusclip als letzten Gruß von mir anschauen. Und natürlich könnt ihr die anderen Ausschnitte, die ja auf dem Drive oder im YouTube sind, mit auch nochmal mit den Texten vergleichen, wenn es euch interessiert. Gott möge dich schützen. Gott beschütze dich.